vor langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. Die Kamera schwenkt auf einen vorbeischießenden Podracer. Man sieht einen jungen Ort in der Geschwindigkeit, wo die Steppe düst. Es ist leichtes Schimmerlicht, eine große schwarze Sonnenkugel steht am Himmel. Und Otraks Gedanken schweifen davon. Er erinnert sich an den Anfang des Abends, wie er auf dem großen Podium stand mit seinem Kumpel Barok und wie sie darum wettgeeifert haben, wer denn heute Abend Mira zum Tanz auffordern kann. Und da beide Podracer waren, war schnell entschieden, was zu tun war. Und jetzt sitzt Otrak dort, donnert durch die Steppe und kämpft mit allem, was er hat dazu, aus seinem Racer das letzte bisschen rauszuholen. Die Kolben klappern. Otraks Podracer ist ein bisschen schmaler, ein bisschen schneller, aber dafür nicht ganz so wendig. Barok hat den Vorteil von einem klobigeren, aber drehbareren Bau. Und so düsen beide über die Steppe. Am Horizont sieht man schon eine Gebirgskette näher kommen und Otrak weiß, wenn er da nicht vorne ist, hat er in den Klippen keine Chance, mit Barok mitzuhalten. Und so gibt er Gas, drückt auf die Tube, holt alles raus. Ab und zu sieht man nur einzelne Teile von Zylindern, die dann einfach wegfliegen. Also ist das bei Podracern ja üblich. Und er erinnert sich an das, was Mira ihm sagte. Oder ihnen sagte. Beide wirkten sehr aufgebaust und wollten sie beeindrucken. Aber Miras letzten Worte vor dem Rennen Start des Rennens war: Sieh zu, dass ihr beide heile nach Hause kommt. Und Otrak sieht vor sich, wie diese Klippe immer größer wird. Und er sieht zur Seite und sieht Barok, der immer noch mit ihm mithalten kann. Und in einem Moment einer schnellen Überlegung tut er das, was jeder gute Podracer-Pilot in so einem Moment tun würde. Er drückt kurz nach links und stürzt sich dann in die Klippen, um irgendwie in dem Tunnel einen Vorteil zu haben. Es dauert ein bisschen, bis er realisiert, dass Barok nicht mehr hinter ihm ist und dafür ein vor kurzem lautes Knallen zu hören war. Er ist sich nicht ganz sicher, was genau dieses Knallen war, aber eigentlich kann es nur eindeutig sein. Man sieht, wie Otrak langsam seinen Kopf nach hinten legt und nach oben schaut in den Himmel. Auf die große schwarze Sonne zwischen den Sternen schaut und man sieht, wie die Kamera weiterspringt. Man sieht, wie Otrak am Rande des Planeten auf einer Raumstation steht, nach hinten schaut, zurückschaut auf die Gesichter seiner Familie und seiner Verwandten, die ihn grimmig angucken, ihm zornerfüllt hinterher schauen. Er steht da in voller Mantur, hat seine 7 Sachen dabei und steigt in eine kleine Fähre, die ihn wohl oder übel von zu Hause wegbringen muss, nach dem, was er getan hat. Die Fähre ist von außen mit Metall ausgefüllt und von innen hat man so einen silbernen Schein auf den Armaturen. Und während er einsteigt, wandelt das Shuttle sich langsam. Man sieht mehr Armaturen, die er auch im Vorabend schon gesehen hat. Und als er sich hingesetzt hat, fällt ihm auf, dass er wieder in einer gewissen Kapsel auf dem Schollsystem liegt. Ja, eigentlich wäre das jetzt ein Moment für den Imperial March gewesen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste man sagen. Aber kurz bevor alle eingeschlafen sind, wollte, glaube ich, Anspor noch ein paar Situationen bespielt haben. Ja. Otrak wird aus seinen abschweifenden Gedanken wieder zurück ins Diesseits geholt und sieht, wie Anspor ihn anstarrend aufsteht, den halben Meter auf ihn zugeht, der reicht, um die Distanz zu überbrücken und ihm dann eine gewaltige Ohrfeige gibt. Möchte Otrak das in irgendeiner Form versuchen zu verhindern? Oder ist er gerade so abgelenkt? Der ist auf jeden Fall so abgelenkt und schaut danach wahrscheinlich auch einfach nur Anspor doof an. Und ist nicht ganz sicher, wen er da gerade vor sich sieht. Das ist dafür, dass wegen dir ein Mann unnötig im Koma liegt. Weil du meinst, dass Gewalt eine tolle Antwort auf deine Probleme wäre. Obwohl das dich gerade dazu gebracht hat, dass du deinen Freund fast umgebracht hättest. Von allen hätte ich von dir am meisten Reflexion und Selbstreflexion erwartet.
Eins bleibt im Moment stehen. Otrak. Und starrt Otrak an. Otrak steht, während sie das sagt, auf und baut sich vor ihr. Ansgar weicht zurück. Was wahrscheinlich dazu führt, dass sie tatsächlich ein bisschen in irgendeine Ecke drängen wird. Ja, sie stößt hinten gegen die Kapsel. Und man sieht, dass sie eingeschüchtert ist und trotzdem versucht, weiter aufrecht stehen zu bleiben, um dem irgendwie entgegenzuwirken, was ihr nicht so ganz gelingt. Kind, entschuldige, dass ich versucht habe, euch zu verteidigen. Dieser Typ hat auf mich geschossen und offensichtlich gedroht, er war dabei, mehr Leute zu holen. Ich bin nicht zufrieden damit, dass er so schwer verletzt ist, aber es wäre mir wesentlich weniger lieb, wenn die dafür mit mehr Leuten gekommen wären und uns alle über den Haufen geschossen hätten. Es war ein Warnschuss und wir wissen noch nicht mal, ob das Freunde oder Feinde sind. Da sind erstmal nur irgendwelche Richtig, Leute, weil er nicht sind. Mit uns geredet hat. Ich habe ihm mehrfach gesagt, er soll seine Waffe runternehmen, weil rauskommen. Weil du auch nicht mit ihm geredet hast. Ich habe mit ihm geredet. Ich habe ihm gesagt, wer ich bin und was wir hier tun. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll die Waffe runternehmen und rauskommen und uns reden. Er hat geschossen. Und dann hat er angesetzt. Ein Warnschuss, weil er Angst hatte. Das ist. Wer kennt das bitte nicht, Angst zu haben? Aber du musst es gleich wieder vollkommen überreagieren und ihn da ins Schwert komplett durch den Körper rammen. Er war dabei, Leute zu holen. Und auch, er hat den... Wenn er nicht will, dass so wir ihn angreifen, soll er auch keinen Warnschuss abgeben. Dann soll er halt selber seine Waffe senken und sagen, hey, ich möchte mit euch reden. Ich habe ihm zweimal die Chance dazu gebeten. Er hat nicht mal seinen Namen genannt. Menschen sind dumm, aber nicht du suizidal. Du auch. Und dann klatscht Otrak ihr eine. Daraufhin setzt sich Anspor. Nein, tut sie nicht. Denn in dem Moment, wo Otrak ausholt, um ihr einen zu klatschen, spürst du, wie du leicht vom Boden abhebst und dann ruckartig von einer Kraft, die du nicht, wo du deren Quelle nicht wahrnehmen kannst, mit deutlichem Wumms gegen die Innenseite der Kapsel geschleudert wirst. Und Otrak steht vor dir mit seiner rechten Hand erhoben, die zum Schlag angesetzt hat, aber nie dazu gekommen ist. Was dazu führt, dass Otrak verwirrt zwischen seiner Hand und Anspor, die sich gerade wegbewegt hat, hin und her guckt. Und Otrak hat gerade gemerkt, dass als er ausholen wollte, sie zu schlagen, in ihm eine Wut aufgekocht ist, die ihm fast dazu gebracht hat, die Kontrolle über sich zu verlieren. Er schaut verwirrt zwischen Anspor und seiner Hand hin und her. Anspor schaut ähnlich verwirrt. Und Anspor kann sich mal 5 Strain-Schaden ausschreiben. Mach ich's gleich. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis... Und anstatt was dazu zu lernen, wendest du jetzt weiter Gewalt gegen Leute an. Und Anspor setzt sich sehr erschöpft hin. Aaron, Und atmet tief. Stöhnt leicht, dreht sich und macht die Augen auf und guckt es in das ihn total verwirrende Spektakel rein. Was macht ihr da? Seid ihr schon wieder am Streiten? Ja. Und damit dreht sich Otrak um und setzt sich in irgendeine Ecke. Und worüber diesmal? Otrak. Es funktioniert nicht. Und du glaubst, es wird besser, wenn du mich immer nur anschreist? Ich kann es nicht
verstehen, aber das ist nicht der wichtige Punkt. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn Menschen, die ich zumindest mal meine Freunde genannt habe, so versuchen, ihre Probleme zu lösen. Gewalt ist keine Lösung. Und es ist mir wichtig, dass du das verstehst. Ich bin mir sicher, dass in allem, was wir hier erlebt haben, okay, gerade was diesen armen Menschen, der jetzt im Koma liegt, angeht, wir hätten keine Gewalt anwenden müssen. Wenn Gewalt keine Lösung ist, warum greifst du immer zu verbaler Gewalt, sobald irgendwas nicht nach deiner Nase tanzt? Weil ich weiß, dass Menschen dadurch nicht sterben können. Aber und das rechtfertigt es? Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, verdammt. Es gibt dir trotzdem nicht das Recht, einfach Leute zu verstümmeln. Kannst du nicht sehen, wie schrecklich das ist? Kannst du nicht sehen, was das mit allen um dich herum macht? Dass es sie kaputt macht? Dass es genauso geistige Gewalt ist? Natürlich sehe ich das. Ich habe bisher aber noch keinen Weg daran vorbeigefunden. Und dein ewiges Angeschreie macht es für mich nur schlimmer. Immer wenn ich versuche, mal mit dir zu reden, hältst du mir hinterher vor, dass ich ein komischer Typ bin, den du nicht verstehst. Wie soll ich da aus dir lernen? Ich sehe Weisheit in dem, was du sagst. Aber ich sehe keinen Weg, es vermitteln zu wollen. Und so wie du es übermittelst, verstehe ich nicht, was du überhaupt sagen willst, außer Aggressionen rauszulassen. Vielleicht sollten wir nicht so laut reden. Da draußen ist immer noch ein gefährliches Vieh irgendwo. Nur so als Anmerkung an die Gruppe. Vielleicht sollten wir einfach still sein bis zum nächsten Morgen. Tenno hat nicht ganz unrecht, wir sollten die Lautstärke möglichst klein halten. Hanspor führt das Gespräch leise weiter. Otrak, bitte verwende weniger Gewalt. Bitte denk mehr drüber nach. Bitte nutze mehr Ressourcen, bevor du Gewalt nutzt. Tut mir jedes Mal weh, wenn ihr Gewalt anwendet. Ich finde es unfassbar schrecklich, wie bereitwillig ihr die Gesundheit anderer Menschen zerstört oder beschädigt. Ich finde das... Das ist doch nicht so, als würdet ihr gegen irgendwelche Tiere kämpfen, die es halt nicht besser wissen und denen man das auch nicht beibringen kann. Ich glaube, du unterschätzt die Intelligenz von Tieren und überschätzt manchmal die Intelligenz von denkenden Lebensformen. Ja, intelligente Humanoide sind oft einfach nur dumm. Aber trotzdem sind sie nicht so dumm wie Tiere. Ich weiß nicht genau. Und es wäre angebracht, da sich mehr Gedanken drum zu machen und nicht so bereitwillig einfach deren Unversehrtheit wegzuwerfen. Und es gibt Fälle, wo man das nicht vermeiden kann. Aber wir sind nicht im Krieg, wir sind keine Soldaten, die nur leben oder die nur töten oder getötet werden können. Wir haben eine Wahl in allem, was wir tun, gerade weil wir keine Soldaten sind. Gerade weil wir sind auf einem ganz neuen Planeten und das Erste, was wir machen, ist Leute fast umbringen. Die kennen uns nicht mal. Und nach allem, was wir über die wissen, haben wir etwas, was die sehr gerne wollen, nämlich einen Weg hier von diesem super tödlichen Planeten runter.
Wir hätten eine super gute Verhandlungsposition und wir schmeißen das alles weg, weil einer von denen Panik gekriegt hat und einen Warnschuss abgegeben hat. Das ist unnötig und das macht mir Angst, weil ich jetzt Angst haben muss, dass ich demnächst von denen beschossen werde, weil die davon überzeugt sind, dass ich ein Soldat bin, um die zu töten. Ja, ich möchte kurz, abgesehen davon, dass ich nicht 100% die Situation mitbekommen habe, da ich ein bisschen mit mir selbst beschäftigt war, dieser Mann hat einen Warnschuss abgegeben und hat verlangt, dass wir uns selbst entwaffnen, während er bewaffnet bleibt. Wir hätten uns in eine... Und wer von uns hätte das nicht so gemacht? Irgendwie versuchen, einen Vorteil rauszukriegen? Otrak hebt in dem Moment langsam die Hand. Tenno hebt die Hand, langsam und zögernd. Ich wäre nicht so naiv, von Fremden zu verlangen, sich selbst zu entwaffnen, während ich eine Waffe auf sie richte. Wenn... Okay. Ich hätte das so gemacht. Kurz aussprechen. Wenn er nicht gerade ein Sicherheitsorgan oder ähnliches ist, womit er hat sich mit nichts ausgewiesen. Er hat nicht gesagt, er gehört zu. Wohin auch immer, er hat nichts Sinnvolles von sich gegeben. Wahrscheinlich ist es sogar ein, wenn es der Typ war, den wir über Kamera und über den Com-Kanal kontaktiert haben, hat er uns nichts gegeben, außer dass wir dort warten sollen. Er hat nicht mal gesagt, dass wir auf ihn warten sollen. Er hat uns gar nichts gegeben. Es hätte auch genauso gut sein können, dass er einfach wollte, dass wir dort bis zum Einbruch der Nacht warten und darauf warte, dass wir von Nexo gefressen werden. Er hat uns keinen Hinweis darauf gegeben, warum wir ihm vertrauen sollten. Gar nichts. Okay, er hat sich scheiße ausgedrückt. Ich hätte es aber wahrscheinlich genauso gemacht. Und wisst ihr wieso? Weil ich keine Ahnung habe. Weil ich eingeschüchtert bin, wenn Leute mit großen Schwertern kommen, die alle wie Krieger aussehen. Weil ich dann versuche, mich zu schützen. Weil ich dann versuche, das in eine Situation zu bewegen, wo man reden kann. Und das ist, wenn die nicht bewaffnet sind und ich nicht Angst haben muss, dass sie mich umbringen. Und wahrscheinlich ist es genau deswegen, dass ihr das alle nicht gemacht hätte. Er ist aber schon. Was uns einfach nur nochmal sagt, er ist kein Soldat, sondern einfach nur irgendein armes Schwein, was hier gestrandet ist. Und das Einzige, was ihr gemacht habt, ist euer super Soldatenfähigkeiten gegen ihn einzusetzen und ihn komplett niederzuprügeln. Anspor, du musst nicht davon ausgehen, dass jeder so unbeholfen ist wie du. Jeder, so ziemlich. Und ihr müsst nicht immer annehmen, dass jeder der Feind ist. So ziemlich jeder, den ich in dieser Galaxis kennengelernt habe, kennt sich zumindest halbwegs genug damit aus, dass er nicht Blaster auf Leute richtet, gegen die er keine Chance hat oder gegen die er nicht was Böses unternehmen möchte. Ich glaube, ihr seid alle viel zu verstrahlt durch ein Umfeld, was immer nur mit Blastern umgeht. Ich bin in dieser Sache auf der Position der anderen und muss auch dir sagen, dass du einfach falsch liegst. Punkt. Ich hätte in Otraks Situation vielleicht nicht gerade ihn fast getötet, aber ich hätte ihn auf jeden Fall gestunt oder anderswertig außer Gefecht gesetzt, genauso wie es jetzt auch ist. Dann benutzt doch einen Stun-Blaster. Es gibt einen Grund, wieso ich meinen Blaster permanent auf Stun geschalten kann. Weil man das zurücknehmen kann. Weil man dadurch niemanden tötet und nicht Gefahr läuft, jemanden zu töten. Ich stimme dir zu, dass Otrak zu viel Gewalt angewendet hat, aber er hat dennoch die richtige Reaktion gehabt in Anbetracht der Situation. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Wir sind in einer gefährlichen Situation auf einem gefährlichen Planeten. Es war einer, die auf uns richten und irgendwelche Sachen von uns verlangen, die wir nicht tun können, weil wir uns damit in noch mehr Gefahr begeben. Es war einer, der gedroht hat, nur einen Warnschuss abgegeben, der gedroht hat, noch mehr Leute zu holen, während wir hier unbewaffnet rumsitzen. Glaubst du im Ernst, bist du so naiv, dass du durch diese Galaxis gereist bist und das in so einer Situation mit seine Freunde holt und wir unbewaffnet rumsitzen, glaubst du wirklich, die hätten uns einfach
davongelassen oder wären freundlich gewesen? Wisst ihr, wie lange er gebraucht hat, um überhaupt hierher zu kommen? Ewigkeiten. Es ist vollkommen egal gewesen, ob er Freunde gerufen hätte. Und euer toller Plan, euch zu verstecken, nachdem wir ihn über den Haufen geprügelt haben und nachdem er offensichtlich schon seinen Comic in der Hand hatte, wir verstecken uns an dem einzigen Ort, von dem sie ganz sicher wissen, dass wir jetzt hier sind. Ihr könnt mir doch nicht erklären, dass das ein toller Plan ist, dass ihr jetzt strategisch euch irgendwie gegen die aufbaut, dass das irgendwie eine gute Entscheidung war, ihn umzuprügeln und euch dann hier zu verstecken. Das Einzige, was das bedeutet, ist, wir wollen unbedingt den Konflikt mit denen. Und auf sowas habe ich ganz ehrlich keinen Bock, dass ihr euch hier mit irgendwie den schlagen müsst. Ich habe auch null Bock auf deine Probleme, die du momentan hast. Ansbor, ich mag dich, wirklich. Du bist toll. Aber ich habe die Probleme nicht gerade, sondern das ist nur was Grundsätzliches. Ich kann nicht verstehen, wie man so unfassbar auf Konflikt und Gewalt aus ist. Wie man das als Standardlösung für alles nimmt. Weil das Leben zur Hölle auf Konflikt aus ist. Wo zur Hölle sind wir bitte ständig auf Konflikt und Gewalt aus? Wir hätten dieses Problem nicht mal gehabt, wenn der Typ nicht durch die Kapsel auf uns aufmerksam geworden wäre. Wieso sind wir dann überhaupt zur Kapsel gegangen? Warum? Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass du zur Kapsel gegangen bist. Wieso seid ihr überhaupt zur Kapsel gegangen? Ich bin zur Kapsel gegangen, weil ihr hier hingegangen seid. Die lag auf dem Weg. Okay, ich habe das etwas anders wahrgenommen. Das war ein gewisser Umweg. Ungefähr 100 Meter zur Seite. Nicht gerade ein Umweg. Vor allem nicht in diesem Wald. Und außerdem hattet ihr keine andere Möglichkeit, weil entweder Höhle oder Kapsel, ihr kamt nicht rechtzeitig nach Hause. Das heißt, ihr musstet irgendwo unterkommen. Wir reden gerade vom ersten Besuch der Kapsel. Ach so, ja, die lag genau auf dem Weg. Das ist quasi ein kleiner Umweg gewesen. Das ist, Es ist jetzt aber ganz streng genommen gerade auch egal. Wir brauchen keine Schuldzuweisung oder ähnliches. Fakt ist jedenfalls, dass Odrak, wenn auch richtig reagiert hat, dass er vielleicht ein bisschen überreagiert hat. Ein bisschen. Man kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Genau, wir können es nicht ändern. Aber ich verstehe nicht, weshalb du uns ständig vorwirfst, dass wir Gewalt oder gewalttätige und gewaltbereite Psychopathen sind. Bisher haben wir uns tatsächlich bis auf dieses Mal immer nur verteidigt. Wir wurden zuerst angegriffen. Jedes Mal. Wenn man bestimmte Sachen als Angriff unbedingt werten möchte. Ich sehe das anders. Was hast du denn jetzt nicht als Angriff gesehen in der letzten Zeit? Der Warnschuss? Und was ist mit Otrak, der ein Schwert in dich reingerammt hat? Das Antwort. Du Otrak, auf Otrak geschossen hast? Das Antwort ist etwas, was nur Otrak und mich angeht. Was glaube ich aktuell. Scheinbar. Niemand. Ich finde das schon wichtig zu wissen, mit welchen Art von Leuten ich mich irgendwie abgebe. Odrak hat mich nicht erkannt und ich habe Odrak nicht erkannt. Und das ist nur ein Problem geworden, weil für euch Gewalt so eine tolle Lösung ist. Es ist ein Problem geworden, weil wir... Pardon. Weil ich oder wer auch immer etwas gesehen haben, was nicht gut war. Und da hatten wir
wenig Wahl. Ob unsere Wahl in dieser Situation richtig war, kann weder Odrak noch ich, aber schon gar niemand anderes sagen, der nicht dabei war. Hanspo macht Gestiken des Unverständnisses. Ich habe gerade wenig Energie, Kraft, das zu erklären, vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass ihr das tatsächlich verstehen wollt, was ich euch versuchen würde zu erzählen. Von daher. Es ist auch gar nicht wichtig. Ich finde das sehr wichtig. Nein, nicht wirklich. Nicht in der momentanen Situation. Gerade in der momentanen Situation kann sowas wieder passieren. Wieso ist das passiert? Wie hätte das verändert werden können? Ich finde das wichtig. Ich möchte gerne noch ein bisschen weiterleben. Dann sei still. Das wird deine größte Chance sein, dein Weiterleben zu garantieren. Wow, großartig. Mir jetzt auch noch mit dem Leben drohen, ausgezeichnet. Ich drohe dir nicht, die Katze da draußen und seine Freunde drohen dir, wenn wir nicht noch weiterhin Radau machen. Inspo schüttelt den Kopf und setzt sich. Würde schnell einwerfen wollen, dass die Holokamera die ganze Zeit weder deaktiviert noch kaputt war. Die Kamera ist außen. In dem Moment deutet Elias auf etwas innerhalb der Rettungskapsel. Crash. Das ist eine Kamera? Ja. Die ist etwa 30 Jahre alt. Ist mir auch erst nicht aufgefallen, aber vor Ewigkeit habe ich die schon mal irgendwo gesehen. Ja klar, das ist alte, halt Standardkameras, von die in Rettungskapseln verbaut wurden, von vor x Jahren. Das heißt, das ist ein uraltes Design, aber die Kameras kennst du. Mist. Ich möchte die Kamera gerne abschießen. Geht das? Klar, das kannst du gerne machen. Also du kannst es versuchen. Gegen? Da müsstest du nicht zwangsweise würfeln. Also du müsstest quasi einfach nur deinen Blaster nehmen, dahin gehen, gegenhalten und abdrücken. Das ist jetzt nicht so problematisch. Ja, dann mache ich das. Pew pew. Dann schießt du auf die Kamera und die Kamera ist kaputt. Ein Problem weniger. Hanspo setzt sich seitlich hin, nimmt die Beine auf die Sitze und umschlingt die Beine. Und schaut zur Wand. Das passiert ein bisschen parallel und ist nicht eine wirklich direkte Reaktion wahrnehmbar. So, lasst uns Energie sammeln, so viel wir können. Wir müssen morgen noch einen weiten Weg laufen. Es sei denn, es gibt noch andere Dramen, die wir hier ausspielen müssen, bevor... Na klar. Dann Aaron, komm, was für ein Drama hast du? Okay. Oh Gott. Dann beschreib Hanspo mal bitte, was du tun wolltest.
Okay. Und mach deutlich quasi, dass das eine reelle Möglichkeit darstellen könnte. Das ist in Ordnung. Okay, nachdem Aaron offensichtlich halt aufgehört hat zu beschreiben, was zwischen ihm und Ortak vorgefallen ist, sie schließt er einen Moment die Augen. Das sieht ein bisschen aus, als wenn er tatsächlich wieder eingeschlafen wäre oder so etwas. Tatsächlich hat er sich eigentlich ein bisschen gesammelt, richtet sich dann auf, reißt die Augen wieder auf, deutet eine Hand auf Anspor und fängt ein bisschen an zu zittern. Also so wirklich von den Fingern aus, es beginnt das Zittern und das Vibrieren geht ein bisschen durch den Arm und dann schlägt ein Bild auf Anspor nieder, wie sich quasi aus Aaron, aus dem zitternden Aaron ein kräftiger, ein etwas älter wirkender Aaron erhebt, seine Augen, die vorher im Dunkeln eigentlich nicht wirklich leuchten, funkeln tatsächlich rot, und er hebt sich, geht auf sie zu und macht deutliche Droh- und Aggressionsgebärden, hebt ein an seiner Seite hängt eine, ja, Anspor mehr oder weniger unbekannte Waffe, wo er nachgreift, und ein er hält diesen kurzen Stab Richtung Aaron und ein dieses deutliche Abbild geht halt auf sie zu, faucht sie an, es ist vorbei, und auf sie zu schießt ein endender Lichtstrahl aus dem kurzen Stab, der sie beinahe das Leben kostet oder das Leben kosten würde, würde sie nicht in diesem Moment quasi wieder aus dieser Vision erwachen. Und dann... Gut, eine Sache anmerken. Anspruch für dich war das nicht so, als wenn es eine Vision gewesen wäre, sondern quasi, es schien so, als wenn der Aeron, der vor dir steht, in dem Moment quasi so wird. Also für dich wirkt dir das bis zu dem Zeitpunkt, wo es quasi zurückgesetzt wird, äußerst real. Okay. Zu Ende ausführen. Dann bricht Aeron, also bricht er quasi zusammen und sagt er nur noch, das habe ich gesehen. Jetzt darfst du, Anspor. Kurz bevor Aeron zusammenbricht, hat Anspor aufgrund dieses Typs, der aus irgendwie erschienen ist, angefangen in ihrem Gürtel nach dem Blaster zu kramen, und als er auf sie zu ist, hebt sie die linke Hand, streckt sie ihm stoppend entgegen und schreit Stopp! Und versucht sich wegzuducken. Und dann bricht Aeron zusammen und die Vision verschwindet. Da Ortrak sich während quasi dieser Vision dazwischen, Aeron angefangen hat, dazwischen gestellt hat, wirkt das definitiv aufgrund von dem, was Ortrak mitbekommt, so, als wenn sie die Waffe auf dich richten würde, Ortrak. Also so auf deine Seite. Sie hat keine Waffe gerichtet. Sie war noch dabei, rauszukramen. Ja, okay. Das aber, ist vollkommen okay. Das ist Ortrak in dem Moment, glaube ich, ziemlich egal, was in seinem Rücken passiert. Er wollte nur zwischen Aeron und Anspor stehen, weil er die Befürchtung hat, was Aeron da jetzt unter Umständen machen könnte, und wollte das halt im Zweifelsfall abblocken können. Mhm. Was offensichtlich nicht funktioniert hat. Was ist da? Anspor schluckt. Ottran geht zu Aeron, um dem wieder hochzuhelfen und irgendwie hinzusetzen oder sowas. Wir hatten Angst vor unserer eigenen Zukunft. Was? Was soll das heißen?
Ich will nicht, dass das meine Zukunft ist. Und Odrak geht es ähnlich. Ich verstehe nicht. Was hat das mit eurer Zukunft zu tun? Das war das, was wir in der Höhle gesehen haben. Ein Ausblick auf unsere mögliche, wahrscheinliche, eventuelle Zukunft, ich weiß es nicht. Aber... Woher wisst ihr das? Ein Gefühl. Und ihr meint, ihr könntet so werden und hattet davor Angst? Durchaus. Wie was werden? Was ist los? Ihr seid blöde Idioten! Alle beide! Ihr habt Angst davor, irgendwas Schreckliches, Monströses zu werden und macht genau das, was euch weiter darauf hinbringt, nämlich euch beide fast selber töten, gegenseitig. Anspur schaut zwischen Aeron und Odrak entgeistert hin und her. Erstens hat uns irgendetwas einen Streich gespielt, indem Odrak in diesem Fall den Platz meines alter Egos eingenommen hat. Und zweitens, ja, du hast recht, was das angeht, sind wir dumme Idioten. Aber das habe ich auch erst hinterher gesehen. Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr sowas wahrnehmen, sowas wissen, so viel Angst davor haben und mir dann erzählen, dass meine Forderung nach weniger Gewalt blöd ist und dass ihr alle richtig gehandelt habt? Wir sagen nicht, dass deine Forderung blöd ist, aber dein Anschreien ist nicht der richtige Weg, mit uns sinnvoll zu reden. Natürlich ist es das nicht, weil ich Angst habe. Weil ich schon viel früher etwas hätte sagen sollen, aber es nicht gemacht habe, weil ich einfach Angst habe. Soll ich noch bemerken, dass wir hier sind, wegen dir, um dir zu helfen? Also, ich will ja nur angemerkt haben, dass wir dir eigentlich helfen wollen und ich nicht nachvollziehen kann, warum du deswegen Angst haben solltest. Und ich sowieso keine Ahnung habe, was da hinten gerade los ist. Ich wollte es nur gesagt haben. Weil ihr Dinge tut, die ich nicht verstehe? Weil ihr Gewalt in einem Maß anwendet, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe? Ich habe Angst davor, dass Leute verletzt werden. Ich habe Angst davor, dass wir Leute verletzt werden, verletzen. Ich habe viel mehr Angst davor, dass irgendwie eure Nähe noch im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass ich irgendjemanden verletze. Ich frage dich noch einmal gerne, wann haben wir Gewalt angewendet, also von uns aus aktiv Gewalt angewendet, außer dieses eine Mal? Wie wär's mit den Piraten auf der Station auf diesem Asteroiden? Ich weiß nicht, wie vielen es davon noch gut geht. Und erst nachdem ich irgendwie mich stark gemacht habe, sind wir den Rest des Weges halbwegs gewaltfrei da rausgekommen. Die haben uns angegriffen. Darum geht es doch nicht! Viel Gewalt! Wie soll man bitte auf Gewalt reagieren? Ihr habt einen verdammten Gefangenen ohne Arme in seiner eigenen Scheiße eine Woche lang liegen lassen. Ihr haltet das für eine gute Art, wenn ihr mal irgendwie mit jemandem nicht klarkommt, weil er euch zu sehr nervt, einen Blaster auf ihn zu richten und abzudrücken. Die Liste ist lang. Du meinst drei Sachen.
Das ist eigentlich eine kurze Und ich glaube, das ist ein Ausschnitt aus all dem und ihr wisst es besser. Ihr seid nur so verstrahlt von der ganzen Gewalt, die ihr erlebt habt, dass ihr es nicht mehr wahrnehmt. Und das ist, was mir noch viel mehr Angst macht. Dass ihr irgendwann eure Gewalt nicht mehr kontrollieren könnt. Dass ihr irgendwann anfangt, aufgrund was auch immer für blöder Visionen, eure Waffen gegen eure eigenen Freunde zu richten, gegen mich zu richten. Dann bringt es mir nämlich gar nichts mehr, wenn ihr meinen Rücken schützt und sie macht so Anführungszeichen in die Luft, wenn ihr diejenigen seid, die mir ein Blaster oder ein Schwert in den Rücken rammt. So sehr du mir auf Nerven gehst, würde ich mir selber erst ein Blaster an den Kopf halten, bevor ich dir einen Kopf halte. In dem Moment fällt Otrak auch gerade auf, dass an der Stelle, wo Aeron gegen die Rettungskapsel gestoßen ist, ein kleiner Fleck Blut ist und offensichtlich gerade an ihrem Nacken auch ein kleines Blutrinnsal in ihre Kleidung läuft, was sie gerade offensichtlich... Wer wogegen gestoßen ist? Also du siehst da, wo Anspor gegen die Rettungskapsel gestoßen ist, durch deine missglückte Ohrfeige, siehst du, dass da, also fällt dir jetzt auf, dass da quasi ein kleiner Blutfleck ist und du siehst auch, dass hier gerade am Nacken quasi ein kleines Blutrinnsal runterläuft und Anspor scheint das quasi aber gerade nicht wirklich zu realisieren, weil sie sich gerade so ein bisschen in Rage redet. Okay, da wird Otrak wahrscheinlich irgendwie einen Moment lang doof hingucken, aber sonst nicht allzu viel weiter drauf eingehen. Sondern sich wieder in irgendeine Ecke setzen. Was ist euer Plan jetzt mit den Einheimischen oder Gestrandeten hier? Bin definitiv dagegen, dass wir die nächste Begegnung wie die letzte Begegnung wieder so eskalieren lassen. Ich dachte, du bist dagegen. Wie wär's, dass du mal einen Vorschlag machst, wenn du so viel besser weißt als wir? Ich würde gerne einfach mal versuchen, mit denen zu reden. Auch wenn ich glaube, dass es jetzt echt schwierig geworden ist. Das haben wir ja auch versucht. Dann versuchen wir es halt noch mehr. Bin mir sicher, dass wir da noch ganz viel unprobiert gelassen haben. Wenn du dir sicher bist, dann kannst du ja auch bestimmt konkrete Vorschläge bringen. Ich stelle mich gerne nach vorn und spreche mit denen. Ich glaube, das würde beide Seiten sehr interessieren, was zur Hölle eigentlich die andere Partei überhaupt möchte. Und ich bin mir sicher, dass sie auch daran interessiert sind, dass sie nicht einfach Leute auf Leute geschossen wird. Und ich bin mir sicher, dass sie an sich ihren komatösen Freund auch gerne wieder hätten. Was möchtest du ihnen denn erzählen, weswegen wir hier sind? Die Wahrheit mit der einen oder anderen Aussparung. Und was machst du, wenn sie nicht so freundlich sind, wie du gerade erwartest? Wahrscheinlich die Waffe auf den Boden schmeißen und sich ergeben? Ich bin davon überzeugt, dass sie das nicht machen werden. Okay. Deine Überzeugung in allen Ehren. Was machst du? Du erwartest die ganze Zeit einen Plan B und andere Alternativen. Aber was machst du, wenn diese Alternative eintritt? Wenn deine Leichtgläubigkeit und deine Naivität gerade tatsächlich dich in dein Verderben reitet? Ein größerer Verderben wäre es, wenn ich irgendjemanden töten würde. Muschelt sie in ihren Bart. Das ist ein Bart? In ihr nicht vorhanden. In ihre Maske. Mann.
Also wäre es für dich schlimmer, dich zu wehren und dabei jemand anders ein Leben zu nehmen, als wenn dein eigenes Leben dahinscheidet? Ja. Eins pro Schau zu Boden. Warum? Das ist wirklich wichtig, oder? Doch, es ist mir wichtig, warum du dein eigenes Leben so wenig wertschätzt. Ich schätze nicht mein eigenes Leben wert, sondern ich schätze das Leben von anderen wert. Gut, und warum deins nicht? Ich schätze mein Leben wert, aber das gibt mir doch nicht das Recht, mein Leben über das von anderen zu stellen. Aber und du einfach hast deren Recht. Leben zu zerstören. Schau, allein aufgrund dieser Einstellung hast du selbstverständlich das Recht zu verteidigen. Nein, hab ich nicht. Warum solltest du es nicht haben? Weil ich dem Kosmos noch ein Leben schulde, okay? Mein Leben. Aber was interessiert euch das? Mich interessiert es durchaus. Wenn ich dich besser nachvollziehen kann, würde mich auch interessieren. Mit was hast du die Schulden deines Lebens auf deine Schultern geladen? Ich habe einen guten Freund umgebracht, okay? Können wir jetzt das Thema wechseln? Danke. Wenn wir jemanden verletzen, ist das unheimlich wichtig, das laut anzuschreien. Wenn es um dich geht, sollten wir besser das Thema wechseln. Sehr interessant. Gerade nicht irgendwie aktuell, oder? Und im Gegensatz zu euch reflektiere ich offenbar darüber und möchte was daran ändern. Du möchtest von uns Begründungen wissen, aus welchen Erfahrungen oder aus welchen Gründen unsere Existenz und was auch immer wir erlebt haben, wir so handeln oder gehandelt haben, wie wir es getan haben. Aber erklärst uns nicht, warum du tust, was du tust? Hab ich doch gerade. Nuschelt sie wieder etwas in die Maske. Ich dachte, das war der Bart. Verwirr mich doch nicht so. Gut, Answer, wenn du es nicht erzählen möchtest, zwing dich nicht dazu, uns das zu erzählen oder mir das zu erzählen oder irgendwem zu erzählen, aber... Es fällt mir zumindest, und ich denke mal den anderen, auch einfach schwer, dein Verhalten nachvollziehen zu können, warum du das tust, was du tust, in Situationen, wo jeder andere zumindest halbwegs logisch reagieren würde oder versuchen würde, das Leben, sein eigenes Leben und das Leben seiner Freunde in Priorität zu setzen, gegenüber dem Leben von irgendwelchen Leuten, die einen bedrohen oder feindselig gesinnt sind. Und ganz ehrlich weiß ich selber nicht, ob es mir momentan egal ist oder nicht egal ist, das herauszufinden mit dir. Ein Teil von mir will es wissen, ein Teil von mir findet es so egal. Genau aus solchen Gründen. Gerade wegen der Situation, wo wir uns jetzt befinden, wo wir einen Rift in unsere Gruppe gestochen haben, wegen irgendwelchen Problemen, versuche ich dir schon so oft zu erklären, dass man solche Sachen auf dem Schiff macht, wenn wir nicht in einer gefährlichen Situation sind. Und du siehst ja, was passiert, wenn man es nicht auf dem Schiff macht und in einer gefährlichen Situation rauslässt und seine Probleme dazwischen kommen lässt. Ich handle so, weil Gewalt nur immer noch mehr Gewalt hervorruft.
weil man das Töten irgendeiner Person nicht zurücknehmen kann. Und wir alle machen Fehler. Was die Aktion in der Höhle ja wohl mehr als deutlich zeigt. Von uns hat niemand behauptet, dass er keine Fehler macht. Ja, umso wichtiger ist es doch, Maßnahmen zu nehmen, irgendwie daran zu ziehen, die man irgendwie zurücknehmen kann oder wieder korrigieren kann. Deswegen ist es, finde ich das so unglaublich schrecklich und so unglaublich falsch, immer mit Waffen Dinge zu beantworten oder so häufig Dinge mit Waffen zu beantworten. Deswegen finde ich, dass man viel mehr reden sollte. Und dann redest du nicht über deine Probleme, wenn sie wichtig sind. Und ich habe nie behauptet, dass mir euer Leben nichts wert ist, sondern wir haben gerade nur darüber gesprochen, wie es mit meinem Leben steht. Ich habe auch nie behauptet, dass ich der Meinung bin, dass dir unser Leben nichts wert ist. Umso mehr interessiert es mich, warum dir dein Leben so wenig wert ist. Mir ist es nicht wenig wert. Aber ich habe definitiv nicht das Recht, von irgendjemandem das Leben zu nehmen. Egal, was für ein Arschloch der ist. Wenn es nach deiner Theorie ginge, hätte ich nicht mal mehr das Recht, den nächsten Atemzug zu machen. Ich schulde dem, und ich mache so eher kurz, dem Universum schon so viele Leben, dass ich wahrscheinlich schon Zinsen auf meine Schulter habe. Im vierstelligen Bereich, höchstwahrscheinlich. Du kannst deinen Wert oder deinen weniger Wert oder den Mehrwert anderer Leben nicht an den vergangenen Fehlern berechnen. Jeder macht Fehler. Mal sind es größere Fehler, mal sind es kleinere Fehler. Aber jeder macht Fehler. Und jeder hat auch das Anrecht drauf, dass irgendwann für seine Fehler vergeben wird. Oder dass er irgendwann in der Zukunft die Chance hat, diese Fehler wieder gut zu machen. Aber deswegen zu meinen, weil man mal einen Fehler begangen hat, dass man selber nichts mehr wert ist, ist... Das habe ich nie behauptet. Wir alle haben das Recht, Fehler zu machen. Auch du. Genauso wie die Leute auf der anderen Seite. Ja. Und auch denen sollte die Chance gewährt werden, dass sie das wieder gut machen können. Dass sie noch eine zweite Chance kriegen. Und nur weil man in der Vergangenheit schon ganz viel schlechtes Karma angesammelt hat, macht es doch nicht egal, ob man damit weitermacht oder nicht. Sondern macht es eher noch wichtiger, dass man sich ändert. Das versuchen doch alle. Den Eindruck habe ich leider weniger. Wir leiden nur nicht unter Selbstaufgabe. Was soll das heißen, dass ich mich selbst aufgegeben habe? So wirkt es. Eher im Gegenteil. Versuche endlich mal das auszusprechen, was mich die ganze Zeit umtreibt. Das, was mich die ganze Zeit wahnsinnig macht und krank macht. In der Hoffnung, dass ihr das irgendwie versteht. In der Hoffnung, dass ihr das auch so seht, dass wir viel mehr reden sollten und viel weniger aufeinander und auf Leute einprügeln sollten. Wir sollten auf gar keinen Fall weiter aufeinander einprügeln. Und wir sollten auch nicht auf andere einprügeln. Aber weder ich noch hoffentlich irgendjemand anderes hier wird davon ablassen, sich zu verteidigen. Ich habe ja auch nie euch darum gebeten, aufzuhören zu verteidigen, sondern vielleicht das Maß und das Mittel der Verteidigung zu überdenken. Noch ein bisschen mehr reden zu versuchen. Kannst du einmal versuchen? Odraks Reaktion. Ich weiß, dass ihr alle voll die Militärtypen seid und dass ihr es gewohnt seid, keine Wahl zu haben. Wieso Militärtypen? Weil ihr alle
darin gewohnt seid, mit Waffen umzugehen. Ganze Schiffe zu befehligen. Was weiß ich? Mann. Also, Otrak, demnächst stehst du nicht mehr vorne, sondern ich stehe da mit dem Blaster auf Sun gestellt. Wäre das ein Kompromiss? Weil ich glaube nicht, dass dein Schwert eine Sun-Anstellung hat. Oder hast du nochmal nachgeschaut? Verarsch mich doch nicht. Also willst du demnächst wieder vorne stehen und Leute... Ich werde das nächste Mal zusehen, wie Anspor in ihrer glorreichen Selbstdarstellung die Probleme alle ohne Gewalt gelöst bekommt, weil sie kann das ja alles perfekt. Gut. Anspor zuckt mit den Schultern. Die Reaktion hatte ich jetzt nicht von ihr erwartet, Otrak. Dann scheinst du ebenso wenig Ambitionen zu haben, mich zu verstehen wie Anspor. Was soll das heißen? Ich glaube, beide Vorfälle in dieser, vor allem, dass beide Vorfälle so unglaublich eskaliert sind, waren nicht Odraks Ansinnen. Habe ich auch nie behauptet. Doch, genau das hast du behauptet. Habe ich überhaupt nicht. Du hast uns bei jeder Gelegenheit unterstellt, dass wir das gerne tun und nichts anderes können. Da habe ich mich blöd ausgedrückt. Gut, dass wir endlich bei dem Punkt angekommen sind. Ich wiederhole mich da gerne. Der Kern deiner Aussage ist durchaus richtig. Aber wenn du uns immer anschreist, passiert nichts. In dem Moment, als Odrak sein. Moment für eine rhetorische Pause. Schwert warf, muss man bedenken, in welcher Situation er auch tatsächlich war. Er hatte einen hatte mich als schwer verletzten Gefährten dabei. Ob er daran selbst schuld war, sei mal so dahingestellt. Und wir alle und die komplette Gruppe wurden von einer Waffe wurden bedroht und wusste nicht, ob da Verstärkung kommt oder nicht. Und die Tatsache, dass er an dem einen Schwerverletzten auch noch schuld war, wird ihn natürlich auch noch mehr unter Stress und Adrenalin gesetzt haben. In dem Moment so zu reagieren oder so nicht zu reagieren, ist äußerst... Verständlich. Ja. Das habe ich auch nie in Frage gestellt. Ich will euch nicht anklagen oder euch erzählen, dass ihr scheiße seid. Das ist nicht meine Intention und wenn ihr den Eindruck habt, dann löscht dieses Gefühl. Ich möchte euch einfach nur bitten, weniger Gewalt, mehr andere Optionen ausschöpfen. Bitte, bitte, bitte. Seitdem ich dich kennengelernt habe, ist mein Blaster mehr auf Sun gewesen als in den letzten 20 Jahren. Also, ich strenge mich schon sehr an. Danke. Und ganz davon abgesehen, natürlich, wir haben alle Mist gebaut. Den ganzen Tag lang schon. Nein, seit Anbeginn, seitdem wir zu diesem Planeten gekommen sind, haben wir nur Mist gebaut. Wir sind zu dieser Höhle hin, war eine dumme Idee, wir haben Leute angegriffen, war eine dumme Idee, wir sind zu dieser Kapsel gegangen, haben dran angeklopft, war eine dumme Idee.
Wir sind zurückgekommen, sind rausgegangen, haben irgendwas gemacht. Wir sind in diese Kapsel reingegangen, wo ich vorher noch gesagt habe, da ist eine Bombe drin. Was war drin? Eine Bombe. Auch eine dumme Idee. Also irgendwie haben wir nur Mist angestellt die ganze Zeit. Leider muss ich sagen, dass wir nur Mist angestellt haben, du nicht, Tenno. Ich habe euch mal versucht davon zu überzeugen, aber naja. Irgendwie glaube ich, ist das einfach, was ich hinnehmen muss in dieser Gruppe. Während Tenno redet, guckt Otrak mit großen Augen zu Anspor rüber und hält offensichtlich mit seiner linken Hand seine rechte Hand fest. Alles okay, Otrak? Anspor schaut Otrak skeptisch an. Tenno hat, seit er dich kennt, häufiger den Stun-Modus benutzt als jemals zuvor. Ich habe, seit ich dich kenne, mehr Menschen umgebracht als jemals zuvor. Das ist ein bisschen beängstigend. Vielleicht. Prima. Ganz vor. Oh, sieht man nicht. Einspor schaut Tenno an. Was? Ich kann keine. Ich habe keine komischen Fähigkeiten. Ich kann ihm nicht meine Tötungsenergie oder was auch immer geben und von mir wegleiten. Das habe ich auch gar nicht. Du wolltest nur gerade was sagen und ich habe dich unterbrochen und deswegen habe ich auch mal zu reden. Nein, ich. Ist egal. Wieso, Otrak? Das weiß ich leider nicht. Was ist mit deiner Hand los? Tut die weh? Brauchst du Bacta? Ich habe einen ganzen Kanister hier. Ich will nur sicherstellen, dass meine Hand nichts Dummes tut. Oh, okay. Wie fühlst du dich damit? Wie gehst du damit um? Da bin ich mir unsicher. Mir ist das jetzt erst aufgefallen. Und ich weiß nicht ganz, was es mir sagen soll. Immerhin muss ich davon ausgehen, dass ich euch alle nicht ohne Grund getroffen habe. Ist es für dich okay, Menschen zu töten? Ich töte Menschen, wenn es notwendig ist. Ich würde aber gerne darauf verzichten, wenn es möglich ist. Wer entscheidet, wann es möglich ist und wann nicht? In den meisten Fällen muss ich das entscheiden und hinter für meine Entscheidung gerade stehen. Oder zumindest mich dafür jedes Mal anschreien lassen. Offenbar hat das zu wenig gebracht. Hast du damals von deinen Eltern gelernt, wenn sie dich angeschrien haben, weil du was falsch gemacht hast? Ja, manchmal. Ich habe immer versucht, meinen Eltern einen reinzuwirken, wenn sie mich angeschrien haben. In den meisten Fällen hat das auch gut funktioniert und der Lerneffekt bei mir trat nicht ein. Fakt ist jedenfalls, dass wir selbstverständlich versuchen werden, weiterhin so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden. Wir uns aber dennoch verteidigen werden, wenn es sein muss. Ich hoffe nur, dass wir nicht mehr in... Oder... Ja...
in nicht mehr allzu nächster Zeit in Situationen kommen, wo wir das so spontan entscheiden müssen. Stellt sich noch die Frage, was wir mit dem Typen, und ich zeig da auf diesen komatosen Typen, anstellen werden. Dann übergeben wir, wenn die anderen kommen. Wenn möglich, würde ich gerne verhindern, dass wir den anderen begegnen. Gerade, weil wir den hier so ein bisschen übermäßig... Ich glaube, das wird schwer möglich sein, wenn wir in deren Schutzbunker-Kapsel-Ding sitzen. Also ich glaube nicht, dass die über Nacht auf diesem Planeten auch was machen werden. Es sei denn, die haben irgendwelche Sachen, von denen wir nichts wissen, um hier zu überleben, während diese riesigen Viecher da draußen rumlaufen. Sie haben es offenbar geschafft, mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, hier zu überleben. Ja, aber vielleicht auch... Also haben sie offenbar ein... Wir haben genau eine einzige Referenz. Das reicht nicht mal für eine... Oh, doch, für eine Korrelation reicht das. Für eine ziemlich miese. Also stimmt nicht, um irgendwelche Mutmaßungen zu treffen. Meine Idee wäre ja, wir stehen so früh wie möglich auf beim ersten Lichtanbruch und wir lassen den Typen hier, geben ihm nochmal eine ordentliche Portion Bacta, lassen ihm was zu essen und trinken hier, schließen die Tür wieder ab und hoffen, dass seine Freunde ihn hier finden und dass wir bis dahin weit aus dem Staub sind. Wir müssen noch ein bisschen länger auf diesem Planeten bleiben. Entsprechend würde ich mich gerne dafür entschuldigen, was passiert ist. Dann kannst du einen Zettel auflegen. Tenno, persönlich. Tenno fällt in dem Moment auf, wo er das gesagt hat, dass ihr kaum eine Möglichkeit habt zu schauen, wann es draußen hell ist. Die Fenster der Rettungskapsel sind zugeschweißt. Ortrak. Ja. Hanspor kramt in ihrem Gürtel und holt ihren Blaster raus. Und hält ihr Ortrak den Blaster hin. Ich drück Hanspors Hand weg. Du hast nur einen Blaster. Sei nicht dumm. Und ich nehme meinen Handout-Blaster und halte ihn Ortrak hin. Ortrak guckt verweilt zwischen beiden her, kramt dann mal ein bisschen unter seiner Rüstung, guckt auf holt seinen eigenen Blaster raus und wir haben allen einen Blaster. Aber wollten wir nicht gerade davon weg, Waffen zu benutzen? Nein, wegen Stun. Dein Schwert hat keinen Stun-Modus. Ich weiß, mein Blaster hat einen. Ja. Ich wollte dir nur eine Möglichkeit geben. Danke. Mein Blaster nicht hat einen Stun-Modus, wenn ich diesen nutzen möchte. Denk nächstes Mal dran. Das heißt, du möchtest sie nicht nutzen? Ich nutze das, womit ich am effektivsten bin. Und das ist nicht der Blaster. Auch wenn es bedeutet, dass du Leute umbringst? Es ist mir lieber, dass jemand stirbt und wir deswegen leben, als wenn ich jemanden mit einem Blaster nicht vernünftig erwische, er davonkommt, mit Verstärkung zurückkommt und uns dann alle über den Haufen mäht. Mal abgesehen davon kurz, OT, hatten wir irgendwie Informationen darüber, zum Beispiel vom Schiff aus, wann es hier quasi Tag wurde, um welche Uhrzeit? Auf dem Schiff habt ihr definitiv die Scan-Daten vom Planeten und könntet das im Schiff problemlos berechnen. Kann ich einen Leitzeitpunkt dafür ausgeben, dass wir das gemacht haben und die Daten mitgenommen haben? Für einen Leitzeitpunkt geht das klar. Dann würde ich das nämlich tun, sodass keiner von uns draußen auf dem Dach liegen muss und wartet, bis es hell wird, sondern dass wir einfach einen Wecker stellen können für die entsprechende Uhrzeit. Wenn keiner was dagegen hat. Nö, alles in Ordnung.
Alles gut. Gut, dann stelle ich mir entsprechend den Wecker schon mal voraus auf, wenn es hell wird. Mhm. So, Leute. Wir haben jetzt noch ein paar Stündchen, in denen wir uns erholen können. Und ich wäre sehr verbindlich, wenn zumindest einmal heute jemand drauf hört, dass es vielleicht eine kluge Idee wäre, ein bisschen Energie zu sammeln für den nächsten Tag. Hans Bock hauert sich zusammen. Wieder Füße auf den Sitz und Beine, mit den Armen die Beine umschlingen. Aaron sagt einfach in sein Lager zusammen. Gute Nacht. Okay, dann rollt ihr euch auch zum Schlafen hin. Okay. Ja. Einen Moment bitte. Als er wieder aufwacht, seid ihr mal im Gefängnis. Yay! Wupp, wupp. Regeneriert man nachts? Strain komplett. Und heil natural rest. For each full night rest, the character recovers one wound regardless of the character's current state of health. At the end of each full week of rest, may attempt a roll, bla bla bla. Cool, ein Strain weniger. Das ist genau ein Strain, den ich habe. Also wir verlieren Strain und eine Wunde. Also heilen. Nein, oder? Strain wird komplett wiederhergestellt, ja. Und eine Wunde wird wiederhergestellt. Ja, genau. Wir heilen Strain und eine Wunde. So, Otrak, stell ich mal auf Mute und komm in Raum 2 runter, genauso wie... Mute oder nicht zuhören? Ja, du darfst nicht zuhören. Okay. Aki, du bist noch muted. Ich höre euch. Kurz für dich, Hunter, das, was gleich passiert. Du hast in deinem Schädel, selbstverständlich, weil du eben auch ein Druide bist, ein integriertes Comlink. Das ist seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden, weil du eben menschlich agiert hast. Darauf wirst du gerade angefunkt. Kommt mir diese Stimme bekannt vor? Seid ihr die Stimme doch? Ja, sie wird dir bekannt vorkommen. Das ist deine eine von den Leuten, die dich mit erschaffen haben. Und du kennst auch ihren Namen. Das ist Kratala. Elias. Hörst du mich? Und ja, wichtig ist. Erstmal ein wenig verdutzt um. Und wichtig ist, du musst nicht verbal mit ihr reden, sondern du kannst quasi rein im Kopf mit ihr reden. Also ja. Alles, was du sagst, wird kein anderer hören. Schau mich trotzdem verdutzt um. Elias. Dann erinnert sich Elias, dass er ja ein Comlink in den Kopf angebaut hat. Ja. Oh, warte mal, lebt noch? Du verstehst mich. Richtig? Wie geht es, Thomas? Thomas? Der Bewusstlose. Oh, das ist also Thomas. Nun ja, sein Status scheint kritisch zu sein. Zumindest wurde ihm der Bauch aufgeschlitzt und liegt im Koma. Aber er lebt noch. Was? Aber halbwegs stabil. Scheint stabil zu sein, ja. Das erleichtert mich. Du musst mir einen Gefallen tun, im Interesse von euch allen. Ich möchte Thomas gerne wieder zu uns holen und ihm helfen. Dazu müsste ich an ihn herankommen. Wäre es möglich, dass du mir hilfst? Hm.
möglich wäre, es bräuchte nur einen Plan. Ich könnte zu euch stoßen. Allerdings möchte ich das im Angesicht der Tatsache, dass ich keinen aus eurer Gruppe kenne, nicht ohne Sicherheit tun. Stimmst du mir zu? Ich glaube nicht, dass die Gruppe auch auf dich schießen wird. Sicher können wir nicht sein. Selbstverständlich habe ich nicht im Sinn, eurer Gruppe zu schaden, aber es ist notwendig. Wann hast du vor, zu uns zu stoßen? Gegen morgen. Ich möchte, dass du den Wecker ausschaltest, sodass ich genügend Zeit habe, euch zu erreichen. Kein Problem. Danke dir. Ich verlasse mich auf dich. Selbstverständlich. Und damit würde ich die Verbindung wieder trennen. Mhm. Das merkst du auch. Dann können wir wieder hochgehen. Sein. So viel zu euren Ausführungen. Vielen Dank. Bitte? Habe ich was verpasst? Ja. Nö. Okay. Hast du, ich meine, nö. Oh. Ja. Ich okay. Nehme an, nächster Morgen. Okay. Ja. Atrak wird als erstes wach und schreckt auf seinem Traum auf. Und wird sich wahrscheinlich verwirrt umgucken. Ja. Die anderen schlafen alle noch. Otrak wird sich dann wahrscheinlich irgendwie zurücklehnen und mit offenen Augen auf die Decke des der Kapsel starren. Obwohl ihr gestern noch bis tief in die Nacht gesprochen habt, wirkst du relativ ausgeschlafen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du kurz geschlafen hättest. Okay. Wer wacht als nächstes auf? Beziehungsweise die ganz hervorragend. Wie geht's Anspor denn angesichts der körperlichen Strapazen und geistigen Strapazen von letzter Nacht? Eike? Entschuldigung, nochmal bitte. Wie geht's ans Vor nach den körperlichen und geistigen Strapazen letzter Nacht? Du hast jetzt wirklich Kopfschmerzen. Also, den Schlag auf den Kopf, als du gegen die Wand geworfen bist, merkst du jetzt. Und gestern warst du wahrscheinlich zu aufgeregt, um das wirklich zu realisieren, aber das schlägt sich jetzt wirklich auf dich nieder. Und jetzt auch ein bisschen schwindelig. Okay, Anspor wirkt als etwas bleich. Also hell orange. Ja. Und dann wacht Tenno auch auf. Wegen dem Wecker oder? Du wachst auf. Du siehst wach. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Was sagt der Wecker? Wann würde er jetzt klingeln? Vor 2 Stunden. Crap. Was ist los? Ich glaube, mein Holo-Kommunikator ist kaputt. Der hat den Wecker nicht klingeln lassen.
vor 2 Stunden. Wann wäre vor 2 Stunden gewesen? Sonnenaufgang? Ja. Dann bin ich ihm sehr dankbar, dass er nicht geklingelt hat. Ich habe viel zu wenig geschlafen. Echt? Das waren jetzt aber mindestens schon 8 Stunden, die wir gelegen haben. Okay, kommt mir viel kürzer vor. Das ist gut. Wir sollten gerade was frühstücken und dann gleich los. Definitiv. Los, pep, Leute. Transport schält sich aus dem Sitz. Und öffnet mal die Luke. Vorsichtig. Du machst die Luke auf. Und du siehst vor dir eine Gruppe aus 3 Menschen, die gegen Speeder gelehnt sind. Und hinter den 3 Menschen mit den Speedern siehst du 2 Fünfergruppen von alten Kampfdruiden aus den Klonkriegen, die zu auf Gleitern stehen. Diese, die aus Episode 1, die kennt ihr doch noch, diese Gleiter, ne? Aha. Panzergleiter? Nein, diese Episode. Diese ganz kleinen, sind wie Segways im Endeffekt, nur dass sie schweben. Ach, genau, so, die Dinger, okay. Auf denen halt die Druiden draufstehen. Und die sind alle furchtbar runtergekommen gekleidet und auch die Druiden sehen mehr nach repariert und die Teile, die zusammengepasst haben, wurden zusammengestöpselt aus und sind auch arg angerostet. Und das siehst du, als du die Tür aufmachst. Das ist der Eindruck, den ich mitnehme, nachdem ich die Tür wieder zugemacht habe. Okay. Nachdem ich sie nur einen Spalt aufgemacht habe. Was war denn das? Da sind Leute draußen und alte Kampfdruiden. Na wunderbar. Wie viele? Ich glaube eine Handvoll Menschen und viele Druiden. Das ist auch etwas genauer. Vielleicht 20 Druiden. Oh Mann, beim Bauer. Ich glaube, wir haben ein Problem, Gentlemen. No shit, shit. Wolltest du nicht mit ihnen reden? Okay, mein Internetverbindung kackt gerade ab. Voll und cool für die Aufnahme. Für die Zuschauer, ich stelle mich kurz hin und organisiere, dass die Leute die IP vom Reservetest bekommen. So, da haben wir schon mal die ersten Leute. Ah, hier sind wir. Richtig, da wo wir die letzten Male auch waren. Ja, wir haben das Ding nur einmal benutzt bisher. Ja, richtig, aber du hast es intuitiv gefunden. Dir muss ich es also nicht schicken. Da ist es in Bookmarks drin. Hast du die Aufnahme pausiert? Nein, habe ich nicht, weil das unheimlich aufwendig ist, die wieder zusammenzuführen. Hm. Also keine USK 18 Wörter. Richtig.
Pencil. Wieso schickst du den Link nicht einfach? Obwohl, nee. Weil er dann im YouTube drin steht. Und deswegen wird er nicht in Roll20 gepostet. Ja, ich hab's per WhatsApp geschrieben. Eike, leitest du das an Hunter weiter? Ja, mach ich. Und ich dachte schon, bei mir war irgendwas kaputt. Vor allem, weil ich gerade etwas sagte und niemand darauf reagierte. Ja, ich auch. Ich wollte gerade fragen, warum fragt ihr alle oder so? Und dann ist bla und dann, ja. So. Da ist Hunter. Hallo? Ja, hallo, Hunter. Baby. Warum ist mein heißes Potato? Ich weiß noch nicht, was zuletzt anstand, aber Otrag wollte gerade zu Anspor sagen, wolltest du nicht mit denen reden? Das genau ist der Bobby. Ja, genau. Also, wir machen gleich weiter, wo die Szene anfängt mit Anspor dreht sich um und hat mit Fab gesprochen und dann, ja, da machen wir gleich weiter. Wo bleibt Fab? Ich hatte gerade noch dazu angesetzt, noch kurz etwas zu sagen, das will ich dann noch eben tun, mit dem Umdrehen. Ihr habt aber mitbekommen, dass draußen Leute stehen und so. Ja, ja, wir haben mitbekommen, dass draußen Leute sind. Und dass Anspor gefragt hat, ob denn jemand tragen könnte und so. Den Typen. Nein, das kam nicht mehr rüber. Okay, dann will ich das gerne. Ja, wir sollten vielleicht eben noch auf abwarten. Wie gesagt, Aufnahme ist noch an, weil bearbeiten wird unheimlich aufwendig. Du bist einfach nur zu faul. Tatsächlich bin ich an der Stelle sehr faul, weil das hat einfach die Bearbeitungszeit verdoppelt. Das sehe ich nicht ein. Und außerdem ist doch jetzt da. Hervorragend. Also, Hallo. Sie hatte sich gerade umgedreht, nachdem sie die Tür geschlossen hat, hatte beschrieben, dass draußen ungefähr 5 Leute stehen, eine Handvoll Leute stehen und vielleicht 20 Druiden da sind. Und nach ein bisschen drumherum drucksen, sagt sie, würde irgendjemand den Typen mit nach draußen tragen. Und sie wirkt auf einmal nicht mehr so überzeugt von der Lösung, die sie gestern noch so vehement vertreten hatte. Ja, komm, ich helfe dir. Bist du sicher? Ganz verschluckt. Danke. Ich glaube, wir sollten mit einer guten Geste anfangen. Das ist eine ziemlich kluge Idee. Ausnahmsweise. Was willst du machen? Die Waffen rausschmeißen? Nein, ich wollte den Typen raustragen. Oh. Hör doch zu. Die Idee ist nicht schlecht. Ich dachte, du bist hier, um aufzupassen und zuzuhören. Aber du kannst auch nicht mal zuhören. So, okay. Auf 3, oder? Okay, Anspor öffnet die Tür. Und geht langsam nach draußen. Die Kampfdruiden auf ihren Gleitern bleiben etwa zur gleichen Stelle stehen, aber gucken jetzt einmal zu der Dreiergruppe aus Menschen und dann wieder in eure Richtung. Die 3 Menschen, die da neben ihren Gleitern stehen, sind 2 Männer, die definitiv ihre 40er überschritten haben und auch beide Blastergewehre über die Schultern tragen und zusammengeflickte Kleidung, die offensichtlich quasi eher aus Resten, die zusammengenäht wurden, irgendwie bestehen. Und in der Mitte von denen steht eine Frau, die so aussieht. Moment, wir warten, bis der Upload fertig ist. Hättest du vielleicht vorher aufladen sollen? Ja, wollte ich quasi gerade gemacht haben und dann dachte ich, jetzt muss ich Daniel Ding tun und so und hab vergessen, dass ich öffnen kann. Ich mach's einfach so. Du solltest übrigens während des Uploads nicht reden, weil du dann unheimlich viel Lags drin hast. Genau. Mm-hmm.
Also da Ansbar jetzt die Tür aufgemacht hat, bin ich wohl der Einzige am Tragen. So hört sich die Frau aus. Hallo Chiquita. Das linke Auge ist halt komplett weiß. Sie wenn sie sich überschritten hat. Und das rechte Lex. Du bist mega abgehackt, das. Ich bin mega abgehackt? Ja. Mega. Okay. Jetzt ist wieder gut. Aufgemacht. Nee. Du hast immer noch 30%, 35% Verlust. Hast du noch irgendeinen Upload an? Hab ich nicht. Dann hat dein Internet gerade massive Probleme. Oder der Upload ist formal abgeschlossen, aber im Hintergrund tickert die NSA noch weiter oder so. Ah, okay. Ja, ist passiert. Weil da jetzt das Bild komplett ist. Also, linke Auge komplett weiß. Ja. Rechte Auge ist kybernetisch. Das sieht man auch, wie man auf dem Bild jetzt sehen sollte. Ja, sieht man. Ja, Anspor tritt ein Stück auf die zu. Ich weiß nicht, wie weit sind die von der Kapsel entfernt? 15 Meter. Die sind 15 genau auf Meter. Ja. Okay, dann würde Anspor 5 Meter von der Kapsel wegtreten. Vielleicht ein bisschen mehr. Sei nicht dumm. Wenn Tenno das sagt, dann bleibt sie stehen. Das dürfte dann so bei 6 Metern gewesen sein. Aaron schält sich auch schon irgendwie da raus. Ja, da niemand anfängt zu sprechen, tut es Anspor. Tut uns wirklich leid. Wegen einem Freund, dem geht's gut. Und Anspor hebt sofort beschwichtigend die Hände. Gab ein ganz blödes Missverständnis. Wir haben ihn sofort mit Bagda versorgt und er sollte die Tage wieder vollkommen okay sein. Hoffe ich. Was machen die anderen? Bleiben die in der Kapsel? Aeron ist ja die Leiche gerade nach. Aeron ist mit draufgegangen und Tenno trägt gerade die Nicht-Leiche raus. Ja, ist mir auch aufgefallen. Odra geht Tenno zur Hand. Die Leiche legt in der Kapsel die Beine hoch. Aeron ist da relativ oberkörperfrei, da seine Rüstung doch eher arg gelitten hat. Ich schaue relativ auffordernd und auch erwartungsvoll zu Ansbau und deute dann etwas neben mir auf eine Stelle auf dieser Lichtung, da zu zeichnen, dass wir ihn dann wohl ablegen sollen. Ihr seht auch, dass an einem der Gleiter, ein zweiter Gleiter offensichtlich was angebracht ist, um einen Verletzten möglichst sicher hier durchzutransportieren. Offensichtlich haben die sich vorbereitet. Dann legen wir ihn dahin, wohin gedeutet wurde. Okay, Anspor geht auch weiter mit vor. Sei nicht nochmal dumm. Ich muss doch mit ihm reden. Kannst du auch von hier. Okay, Anspor bleibt also noch ein gutes Stück von denen entfernt stehen. Ist aber ein bisschen näher rangekommen. Ich denke, Anspor so ein etwas beruhigendes, aber sehr schwaches Lächeln. Und ja, wir gehen dann zu reden. Und aus welchem Grund seid ihr hier? Wir sind hier wegen dem alten Schiff. Heike, was ist das? Ein Kassschiff? Ja, ne? Ja. Wegen dem alten Kassschiff. Kass, Konfiguration, unabhängige Systeme, also Separatisten. Ja. Wieso war es notwendig, ihn derart zu verstümmeln? Verletzen? War es nicht. War ein blödes Missverständnis. Wir haben seinen Warnschuss als Angriff gedeutet und überreagiert. Es tut uns sehr leid. Aaron stellt sich währenddessen dann neben Anspor, um halt
präsentiert im Prinzip so ein bisschen ja, pseudo-wehleidig seine eigene Wunde. Wir waren leider zu diesem Zeitpunkt selbst alles andere als auf der Höhe. Und unsere Situation war daher nicht optimal, weswegen wir in unserer Reaktionsfähigkeit doch eher eingeschränkt waren. Wir sahen uns schneller bedroht und attackiert, als es eigentlich hätte sein müssen. Und die Situation tut uns sehr leid. Wir sind froh, dass euer Kamerad noch lebt. Darum haben wir uns so schnell wie möglich um ihn gekümmert und ihn versorgt. Wie ihr selber seht, waren einige von uns vorher nicht ganz ohne Blessuren. Er deutet nicht drauf, aber er hat halt diesen riesigen Schnitt immer noch auf der Brust, der zwar inzwischen mit Bakter versorgt, in dementsprechend am Heilen ist und zu, aber das ist wird definitiv eine Narbe und der ist auch stellenweise noch relativ tief. Und bedarf definitiv auch einer deutlich besseren medizinischen Versorgung, damit das zügiger und vor allem besser heilt. Die Wunde auf Aerons Brust bedarf definitiv auch besserer medizinischer Versorgung als schlicht Bagdad. Okay. Ihr seid hier wegen unserem Schiff, um was zu tun? Yes. Schaut zu Aeron. Es ranken sich, nennen wir es einmal, Legenden um euer Schiff. Ein Schiff, das bei der Flucht direkt einen weiten Hyperraumsprung gemacht hat. In ein unbekanntes System. Sagen wir, wir waren auf einerseits etwas neugierig, andererseits sind wir mit etwas Glück, sagen wir als einer Glücksritter, an die Koordinaten gekommen. Und so habt ihr hergefunden? Ja. Ganz einfach. Sagen wir eher einfach herzufinden, war es nicht. Das verdanken wir nur unserer äußerst fähigen Pilotin. Ich muss sagen, ich freue mich, andere Gesichter zu sehen. Auch wir freuen uns auch, andere Gesichter zu sehen. Auch wenn unsere Begegnung unter keinem guten Vorzeichen steht. Allerdings bin ich bereit, darüber hinwegzusehen. Hab Dank. Wir sind definitiv nicht hier, um euch irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Umso mehr tut es uns leid, wie diese erste Begegnung abgelaufen ist. Dann möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um uns zumindest partiell vorzustellen. Mein Name ist Aeron. Die Dame zu meiner Rechten oder Linken ist Anspor. Sind die anderen in Sichtweite? Sind die auch draußen, oder? Wir haben den Typen rausgetragen. Ja, natürlich sind wir da. Okay. Warte mal, ist Elias mit rausgekommen oder ist er noch in der Rettungskapsel? Der ist in der Rettungskapsel geblieben. Okay. Ich bin Mark Hamill. Hanspa dreht sich zu Tenno um. Ich mach die Augen groß.
nach einem kurzen Moment, wo Anspor nachgedacht hat, nickt sie. Und sagt dann nochmal bestärkend, genau. Oh boah. Also, Anspor wirkt nicht sehr interessant. Was? Wieso nicht? Klar, total. Also dann genau, wenn du es genau, Anspor es genau so gesagt hat, dann wirkt sie nicht sehr überzeugend. Ich möchte eine Brauer heben, das aber übergehen und zu den anderen sehen, die sich auch da aufhalten und warten darauf, dass die sich vorstellen oder vorgestellt werden. Harrison Ford. Hallo. Im Ernst? Wenn sich Elias jetzt als Carrie Fisher vorstellt, ne? Oder sie. Ja. Die beiden Männer, die neben dir stehen, Kratala, gehen zu Thomas hin. Und tragen den vorsichtig auf die Liege drauf und gucken offensichtlich auch einmal über seine Wohnung drüber. Du weißt, dass die beiden quasi sich auch so ein bisschen mit Medizin auskennen. Die haben dir damals hin und wieder geholfen. Und gucken, nachdem sie es getan haben, ernst in deine Richtung. Aber signalisieren dir, dass der wohl wirklich durchkommen wird, auch wenn da definitiv eine Operation notwendig wird. Um Folgeschäden zu vermeiden. Mhm. Ich bin gerade halt. Ich denke, ich bedarf eurer Hilfe. Sie bedürfen unserer Hilfe. Echon guckt ein bisschen überrascht. Was genau brauchen Sie denn? Wie ihr sicher erahnen könnt, verweilen wir nicht erst seit gestern auf diesem Planeten. Ja. Und ich denke, ich kann euch darüber aufklären, dass wir diejenigen sind, die mit dem Schiff, das ihr sucht, hier ankam. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Anspor stößt Aeron an. Ich glaube, die wollen von dem Planeten runter. Und deutet ihm, dass er doch was anbieten solle. Ah, tatsächlich schaltet er auch erst jetzt. Er ist auch noch definitiv noch nicht so ganz. Ihr wollt vermutlich mal wieder etwas anderes sehen als Dschungel. So könnte man das sagen. Darf ich einen Vorschlag machen? Bitte. Mit Vergnügen. Zurück zu unserem Schiff ist es ein ganzes Stück und ich denke, sowohl Thomas als auch unter Umständen Sie, also ihr dort auf Aeron, bedürfen medizinischer Hilfe. Wäre es möglich, Artikel auf ihrem Schiff durchzuführen? Wir haben zumindest eine Krankenstation, ja. Und ein Bagdad-Tank. Das sollte mir als ausreichend sein. Wir haben leider nur einen leeren Bagdad-Tank. Ich glaube, der ist nicht komplett voll. Der ist auch nicht komplett. War er nicht? Ich dachte, der war noch voll. Aber, Kratala bekommt gerade über Comlink mit. Wir haben hier Schiffe auf unseren Sensoren. Die dürften bald in eurer Richtung auftauchen. Ich habe keine Ahnung, wie groß die sind. Und dann hört ihr alle ein allen von euch, außer Kratala, sehr bekanntes Kreischen in der Luft.
Also TIE Fighter kreischen. Ernsthaft? Ihr müsst mich da, verarscht mich doch. Da war ja noch was mit dem imperialen Geheimdienst. Wer hatte nochmal mit dem geredet? Drecksfuck, was ist das denn und wo kommen die denn her? Ganz komplett unsichtbar. Und dann seht ihr auch über dem Himmel etwa, also definitiv in einer gewaltigen Höhe, ihr seht halt nur zwei TIE Fighter, so sagen wir mal, 2 Kilometer über euch über dem Dschungel herfliegen. Ich möchte mich schnellstmöglich, schon wenn ich dieses Geräusch höre, zurückziehen, dass ich zumindest an der Grenze zu diesem Wald stehe mit den Druiden, wenn das möglich ist. Ja. Dass sie mich halt nicht direkt sehen. Ja. Nachdem man die TIE Fighter hören kann, kommt die Leis auch mal aus der verdammten Kapsel raus. Und schaut sich mal um. Du kommst gerade raus, als die TIE Fighter über euch hinwegfliegen. Ja, ich war die Kopfschmerzen fast losgeworden. Ansbob fasst sich an den Kopf. Ja, da haben jetzt kennt sich jemand Probleme. Soweit ich die kenne, werden die wahrscheinlich gerade Luftbilder gemacht haben. Du warst in Ordnung. Aaron würde, also sobald die anderen, also quasi sich Richtung Dschungel verziehen, würde Aaron zumindest andeuten, dass wir quasi mit Richtung Dschungel, die kennen sich hier aus. Und uns quasi auch versuchen, mit denen zu verstecken. Ja. Die Druiden folgen dir auf deinem Befehl relativ zügig und ziehen sich halt diese Gruppen sofort in den Dschungel zurück. Und die Gruppe mit Aeron, also wer folgt Aeron in den Dschungel? Alle? Okay. Ja. Ja. Okay. Folgen euch. Kratala? Du hast keine Ahnung, was das für Jäger sind, ne? Also du hast TIE Fighter noch nie in deinem Leben gesehen. Okay. Aber sowas ähnliches. Dann würde ich die Umstehenden sehr fragend und auch ein bisschen vorwurfsvoll ansehen. Nicht unsere. Definitiv nicht unsere und keine Freunde. Nope. TIE Fighter des imperialen Geheimdienstes. Steht da imperialer Geheimdienst drauf? Ist das nicht offensichtlich? Ihr hattet doch erzählt, dass die uns hinter uns dem Ding hierher sind. Wir haben da doch auch die Bob hier oben gefunden, die von denen war. Ja. Also, ja. Ich finde den Schluss logisch. Das war eine von denen? Hieß es nicht, dass das imperialer Geheimdienst war, die Bob hier? Es sind auf alle Fälle. Ich soll die einfach abschießen. Ihr habt mir nicht gesagt, was das für ein Bob hier ist. Es sind auf alle Fälle Imperiale, völlig egal. Anspor schaut die Dame an und meint, keine Leute, mit denen man irgendwas zu tun haben möchte. Katala war euer Name, wenn ich richtig? Korrekt, und ich wirke ziemlich entsetzt gerade. Die haben den Krieg gegen euch gewonnen. Nur so zur Info. Naja, das ist jetzt auch nicht Sache. Ich bin kein Geschichtsexperte, aber die waren übrig, die Separatisten nicht. Ich denke, wir haben andere Probleme. Richtig. Ihr kennt euch hier aus und Odrak ist ein King. Ja, kennt sich in solchen Gegenden sehr gut aus. Er weiß, wie wir zurück zum Schiff kommen. Wenn ihr und Odrak könnt bestimmt einen Weg zusammen organisieren, mit dem wir durch den Dschungel ungesehen zu unserem Schiff kommen können. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit... Wie viele Druiden sind da? 10. 2, 5, was für ein Schiff habt ihr? Seid ihr in der Lage, es mit denen aufzunehmen, oder wollt ihr fliehen? Wenn es nur die 2 Dinger da oben sind, können wir es mit dem aufnehmen irgendwie. Oder zumindest wäre es an Bord sein. Ja, 2 TIE Fighter würden wir hinkriegen. Eins verschaut die Leute, die gerade von TIE Fighter abschiedend sind, sprechen an. Großen Augen.
Aber eigentlich war das nicht mein Ansinn. Mein Ansinn war eigentlich, dass wir zurück zum Schiff kommen und beim Schiff uns zumindest um, naja, uns hier alle erstmal kümmern können. Sag mal, wie weit ist denn das Schiff jetzt von uns aus überhaupt weg? Das Tagesmarsch ist, also ihr habt bis zur Rettungskapsel 6 Stunden gebraucht, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, ihr braucht vermutlich 5 bis 6 Stunden. Habt ihr denn einen Mediziner dabei? Weil ihr habt ja direkt nach unserem Schiff gefragt. Selbstverständlich, ich kann. Sehr gut. Ah, das ist praktisch. Dann sollten wir tatsächlich direkt zum Schiff. Das Problem ist, wir kriegen definitiv keine 15 Droiden unter. Also kein Platz haben wir drauf. Wir haben doch kein Cargo an Bord. Eigentlich, jetzt wo du sagst. Gut. Die Ausstellung reinstellt, kein Problem. Gut. Dann. Wir sollten die Speeder nehmen, damit die Besteller. In Ordnung? Mit den Speedern durch den Dschungel? Das sind doch niemals genug Speeder für alle, wir sollten zu Fuß gehen. Wir nehmen die der Droiden. Und was machen wir jetzt mit den, was machen dann die Droiden? Droiden. Die können hier verbleiben. In Ordnung, mir sollte egal sein. Dann, ab auf die Speeder. Also, ihr habt ja sowieso um Cortella und die anderen beiden, ihr habt insgesamt, da 5 Speeder. Halt, zum Fahren und quasi 2, wo man in Liege drauf bleiben kann, plus die der, Droiden. Das heißt, ihr habt im Grunde genug Speeder für alle. Ich möchte noch, Ihnen ist doch bestimmt sicher. Und die über die Situation informieren. Mhm. Per Comlink kann ich das relativ tun, du ohne dass auch alle anderen quasi merken. Schreiben kannst du auch. Ja, das will ich tun. Mhm. Und die einmal informieren, was so gerade geschehen ist über das Treffen und ja. Die. Ja. Und dann bekommst du auch noch eine Nachricht zurück in Textform, dass die beiden Flugobjekte Richtung des nördlichsten Wrackteils geflogen sind, da einen Kreis geflogen sind und dann Richtung Osten verschwunden sind. Des nördlichsten? Des nördlichsten, ja. Okay. Ich fände es wirklich besser, wenn wir laufen. Wieso? Das ist super gefährlich, mit Speedern im Dschungel zu fahren. Aber die kennen sich aus, wie man mit Speedern im Dschungel fährt. Yep. Du hast doch gestern noch gesagt, die haben hier schon jahrelang überlebt, die wissen, wie man überlebt. Das macht das Speederfahren nicht sicherer. Du kannst ja die Augen zuhalten, aber wir müssen schnellstens auf das Schiff zurück. Überzeugt es dir das dich, dass wir auch mit Speeder hergekommen sind? Unbeschadet? Das unterstreicht eher, wie lebensmüde ihr seid. Oder gut. Ich würde das eher als Fähigkeitsbeweis sehen. Und Aaron sucht sich irgendwem, wo er hinten drauf hüpfen kann. Also drauf kriechen. Es ist halt quasi zum Draufsitzen gibt's halt 2 Speeder, die frei sind. Und zwar von, oder 3 Speeder. Der von Cortella und die beiden anderen. Wo, da passen halt jeweils 2 Personen drauf. Da können sich Leute, die nicht selber fahren wollen, problemlos draufsetzen. Ortrak wird selber fahren. Ja. Ist hinter Ortrak denn noch ein Platz frei dann, oder nicht? Nee, die Speeder der Druiden sind halt diese Steh-Speeder. Okay. Dann wird der, wenn ihr sich an Cortella, darf ich. Deutet auf den Sitz hinter und kriecht dann irgendwie da drauf. Ich spring daneben rein.
Nee, das sind nicht rein, also das sind diese quasi Motorrad-Speeder, nicht die Autospeeder. Die Speeder, die auch auf Endor verwendet wurden. Genau. Die zwei bin ich nebendrauf oder hinten drauf, egal. Dann ist noch Platz frei, gehe ich hin. Okay, dann hat Ansbock keinen Platz mehr, um sich irgendwo hinten drauf zu setzen. Hä? Ansbock. Echt nicht? Einmal Aeron, Tenno und Elias. Das sind drei voll. Oh nein. Anzwa steht immer noch da und wirkt. Aeron guckt zu Tenno und Elias. Kann denn keiner von euch selber fahren? Theoretisch könnte ich. Ja, komm, ich mach schon. Ich spring wieder runter. Anzwa, komm. Okay, Ansbur geht an Tenno vorbei und flüstert ihm zu. Danke. Ja. Wir sehen uns in Valhalla wieder oder so. Ach, Marc, stell dich nicht so an. Aeron? Ja. War richtig, ich war. Ja, yeah, ja. Eine ungefähre Richtung wäre großartig. Odrak? Die Richtung, Otrak zeigt ziemlich genau in Richtung des Schiffes. Fahrt mir hinterher, ich finde den Weg. Das dürfte, wenn Katar das richtig einschätzt, südlich, aber auch Richtung Fluss sein. So südöstlich halt. Ja. Otrak, du stehst halt vor einem dieser Druiden-Speeder, auf dem immer noch ein Druide steht und auf dich runterguckt. Und dann will ich seinen Kopf schief legt. Team wechselt, ich bin dran. Er guckt irgendwie zu Katala, guckt ihn nicht an. Roger, Roger! Und steigt ab. Deck Hallo, Roger, ich bin Harrison. Warum hat... Hallo, Harrison! Otra guckt so Richtung Katana. Warum hat er den gleichen Namen als Vorname und als Nachname? Ich schüttle nur mit dem Kopf und warte ab, dass Altruiden abgeschieden sind und beordere auch die anderen, in die Kapsel zu gehen und diese zu verschließen, wenn die das können. Das können die. Möchtest du alle Druiden in die Kapsel stecken? Nein, diejenigen, die ich noch mitnehmen kann, wenn die auf freien Speedern sind, würde ich gerne mitnehmen. Mhm. Dann müssen halt zwei Druiden in die Kapsel. Und Tenno und Otrak nehmen sich Speeder. Jo. Und als du ihnen das halt befohlen hast, sagen alle wie aus einem Mund, Roger, Roger! Und dann steigt noch einer ab und dann gehen die in die Rettungskapsel. Die sind halt nicht sonderlich helle. Und das Gefühl hat Otrak auch, als er ihn hinterher guckt. Na dann. Tenno und Otrak können ja einmal ein Pilot-Boden würfeln. Gegen? Schwierigkeit 3. Sind die Schwarzen noch vorbei, wegen Angst? Die Schwarzen gelten halt für dich noch. Und die Frage ist, weil du dir unsicher bist, den Dschungel zu fahren, ist dir jetzt ein zweiter Schwarzer wert? Definitiv. Okay. Wie sieht das bei Otrak aus? Otrak muss zu selbstsicher sein, um da Angst zu haben, aber Otrak hat den Wurf auch verkackt. Okay. Steinalte Technik ist halt nicht so Otraks Ding. Okay. Gut. Der Vorteil ist, dass ich keine Schaden nehme, als ich crashe. Okay. Ihr fahrt halt los. Richtung Südosten. Und, eine Zeit lang. Also ihr fahrt eine Weile und dann glaubt auch Tenno, so ein bisschen den Dreh rausbekommen zu haben. Also auch Katala gibt hin und wieder quasi deutet eine gewisse Richtung. Und so findet Otrak definitiv einen Weg, der relativ gut befahrbar ist mit Speedern, auch wenn man regelmäßig größeren Wurzeln Bäumen ausweichen muss. Ich umgebe das Feuchtgebiet übrigens gezielt. Ja. Ja. Und dann kommt ihr in eine Gegend, wo relativ viel
großer Farn ist. Also der Boden ist quasi, wenn man hier zu Fuß langlaufen würde, würde man bis zum Brustkorb in Farn stehen oder anderen Pflanzen. Manche sehen auch so ein bisschen dorniger aus. Und da ihr beide quasi fast so ein bisschen mit vorne fahrt, bekommt ihr nicht mit, dass die Speeder hinter euch alle so ein bisschen an Höhe gewinnen, um höher zu bleiben. Und ihr beide fahrt halt so ein bisschen da direkt rein und die unteren Teile eurer Speeder schleifen dann durch diesen Farn durch, bis dann plötzlich die unteren Düsen was von den Blättern einsaugen und dann zu stottern beginnen und bei euch beiden die Speeder plötzlich absacken und ihr mitten in diesen Farn fallt. Macht mal bitte beide Resistenz, war das, glaube ich. Worum ja. geht's denn? Gift. Es geht um Gift. Ja. Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist 2. Also meinst du Resilience, oder? Resilience, genau. War noch ein Schwarzer oder da nicht? Da kein Schwarzer, das ist einfach nur Resistenz. Okay. Okay. Bei wem bin ich eigentlich mitgefahren? Du sitzt bei einem der menschlichen Begleiter von Katala mit drauf. Kann ich noch den blauen von dem Vorteil nachwürfeln? Das darfst du machen. Okay. Die Speeder von euch sacken beide quasi in diesen Fahren ab und schmeißen euch ab. Das bei einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h. Das heißt, ihr rollt euch beide so ein bisschen durch den Fahren. Und Tenno bekommt einiges an dornigen Stichen ab, vor allem weil er auch nicht so dick gepanzert ist wie Otrak. Und merkt fast sofort, wie seine Haut anfängt, rot anzuschwellen und zu jucken, überall wo er gestochen wurde. Und bekommt dann im ganzen Körper so ein juckendes, fast betäubendes Gefühl. Ah! Otrak hatte da deutlich mehr Glück. Er hat zwar auch 1-2 Stiche abbekommen, aber das juckt halt einfach nur ein bisschen. Kriegen wir das mit, dass die gerade ja, uns crashen? Ja, die fahren quasi vor euch und dann plötzlich sacken die Speeder ab, als ihr in dieses Fahrengebiet reinkommt. Und dann hören die Speeder auf zu funktionieren und die stürzen vor euch in dieses Fahrenmeer. Okay. Und geraten aus eurer Sicht raus. Ich klopf dem, meinem Fahrer auf den Arm. Stopp! Ja, die halten auch alle an. Ja, ich möchte möglichst da anhalten, wo die eingesackt sind. Mhm. Du weißt, dass der Farn an sich nicht so gefährlich ist. Er kann halt nur... Er löst halt einen gewaltigen Juckreiz aus, der ein paar Stunden anhält, aber nichts Dramatisches. Mhm. Hansbusch springt vom Speeder runter und läuft hin. Dann Aaron krüppelt vom Speeder runter und... Wenn ihr vom Speeder absteigt, die Speeder sind momentan auf einer Höhe von 1,50 Meter. Okay, dann runter. Dann sind wir im Fahren. Dann seid ihr im Fahren. Also das sollten quasi... Ach so, okay. Ja, ich klopf meinem Fahrer trotzdem auf den Arm und sag runter. Der Fahrer guckt dich an und sagt, ich geh da nicht runter. Er winkt zwei Druiden her und sagt, fahr zu denen hin, die sollen sich hochziehen. Und ihr bleibt im Fahren. Und dann fahren die beiden Druiden, einer zu Otrak und einer zu Tenno. Und gehen so tief runter, dass ihr euch quasi an den hochziehen könntet. Und springen dann auch von den Speedern ab. Eike, du schreppelst ganz schrecklich. Ich schreppel? Bei allen? Oh. Ja. Ja, ja. Übersteuerst halt. Okay. Habt ihr mitbekommen, was ich gesagt habe? Ja, das schon. Okay. Dann ziehe ich mich wohl dran hoch. Ja. Otrak guckt diesen Druiden dann, hi Roger, danke Roger, und zieht sich dann auch daran hoch. Ja, er springt neben dir ab und geht zu dem Druiden, zu dem Speeder, der jetzt Farn in den Düsen stecken hat. Und fängt an rumzufummeln.
Würfelt nochmal und diesmal bekommt Tenno 2 weitere schwarze Würfel. Wegen würfelt dem enormen. Mal auf was? Pilot Planetar. Okay, wieder gegen 3? Gleiche Schwierigkeit. Ihr bekommt diesmal beide einen blauen Würfel. Stopp. Ja. Anspor ruft zu Tenno rüber. Lass uns tauschen. Ist alles okay. Dann springt Anspor vor, nimmst wieder runter. Also versucht runter zu gleiten, ohne runterzufallen. Bevor er runterspringt, würde ich noch sagen, sei nicht schon wieder dumm. Der Anspor fährt. Wartet. Der fährt so neben Tenno Speeder, dass ihr tauschen könnt, ohne Nein. dass. Ist alles okay. Bleib drin sitzen, sei nicht doof. Ja, deswegen tauschen wir. Nein, genau. Eben nicht. Doch, deswegen tauschen wir. Ich kann nicht zulassen, dass du wegen mir verletzt wirst. Bitte tausch den Platz mit mir. Genau so geht's mir auch. Und deswegen bleibst du jetzt sitzen und wir fahren weiter. Ich kann das. Sieht Tenno aus wie ein Opfer allergischer Dinge, ja, oder? Ja. Okay, er ist gerade der Superallergiker. Ein Traum. Tenno, lass Anspor fahren. Seit wann kann sie als anderes als ein Raumschiff fahren, fliegen? Vilas steht auf von seinem Speeder und läuft Richtung Tenno. Otrak würde währenddessen gerne mit seinem Speeder zu Tenno rüberfliegen. Müsste der schnellste sein. Und ihr ein Stück Seil zu werfen. Hier, nimm das. Dann siehst du gerade, wie Elias vom Speeder abspringt, in dem Farn landet und da durchgeht. Jetzt, wer geht da durch? Elias. Okay. Was ist mit dem nicht richtig? So, denn du wirst jetzt dieses Peter sitzt vor mir sitzen. Vertauscht einfach Plätze. Der hat meinen Tee überlebt und da überrascht euch, dass der mit dem Fahren klarkommt. Otrak schüttelt ein bisschen mit seinem Kopf. Jetzt, wo du sagst. Okay. Dann wechsle ich wohl mit. Also springe ich wohl da drauf, wo Orange Remus gerade runterkam und dann kann er sich an meinem Ding hochziehen. Ja. Und dann steigt Elias auf seinen Speeder. Du kannst dann problemlos auf mit ihm den Platz tauschen. Also der andere Fahrer kommt näher, du kannst übersteigen, das ist alles kein Problem. Und dann würfelt beide nochmal, also Otrak und diesmal Elias. Otrak bekommt aber einen blauen Würfel, weil er jetzt ein bisschen den Dreh bei dem Speeder raus hat und ja. Und Elias auch. Ist Elias gerade selber gefahren? Elias fährt jetzt selber. Nein, eben nicht. Und Pilotplanetar? Nee. Ja, den bekommst du auch, genau. Okay. Einen schwarzen? Ja. Okay. Ja, dann fahrt ihr weiter. Und Otrak schafft es ein paar Mal knapp weiteren Unfällen zu entgehen. Allerdings sorgt es dafür, dass er immer wieder stark bremsen muss. Das heißt, ihr kommt nicht so zügig voran, wie ihr es hättet. Aber ihr habt maximal vielleicht 10 Minuten verloren. Und etwa eine Stunde später nähert ihr euch der Klippe, wo euer Schiff sein müsst. Ihr müsst vielleicht die Klippe ein bisschen lang fahren und gucken, wo das genau ist, aber ihr seid definitiv an der richtigen Stelle. Wir müssen nach dem ultra krassen Baum suchen. Ja. Ihr fahrt dann etwa noch 10 Minuten an der Klippe lang, als ihr dann
diesen rüberhängenden Baum mit den Bienen seht, wo die Pathfinder ein bisschen drunter hängt und das Rampe Richtung Fluss zeigt. Das heißt, weg von uns. Genau, wie ihr es abgesprochen hattet. Nice. Und jetzt sieht Tatala auch dieses Schiff und ist sich ziemlich sicher, dass das zu klein ist. Torga? Insgesamt habt ihr etwa 1,5 Stunden gebraucht. Ja, ich würde nochmal zu Aya anhalten und Aeron fragen, ob da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, die bei Fremden irgendwie reagieren. Und nein. Wir haben nur einen Techniker, der bei Freunden reagiert und das Schiff passend reagiert. Ja, dann würde ich da möglichst schnell hinfahren. Zum Beispiel. Jetzt reagiert auch Torga auf deine Comic-Anfrage. Ja, Anspor? Ja, wir sind wieder da. Magst du das Schiff drehen, bitte? Ja, mache ich sofort. Und ohne Ersatzteile kann ich das nicht reparieren. Die Luke? Ja. Ich muss dir das gleich mal zeigen, aber ohne Ersatzteile kriege ich das nie im Leben hin. Vielleicht haben wir Leute, die uns da aushelfen könnten. Ja, okay, lass mich eben wieder den Knopf drücken. Und dann siehst du, wie die Pathfinder ein bisschen aufsteigt, sich dreht und quasi wieder runtergeht und diese Rampe exakt quasi fast perfekt gegen den Fels hält, sodass das Schiff quasi in der Luft schweben bleibt über der Klippe und trotzdem man problemlos einsteigen kann. Ja, ich möchte von meinem Speeder absteigen und dann halt zusehen, dass ich auf die anderen warte oder da reingehen. Mhm. Als du da hinguckst, siehst du an der Rampe stehen einen Mann, der ist nicht mal ganz 20, in einem Overall, der überall mit Schmierfett und anderem beschmiert ist und dich vollkommen entgeistert anguckt, ein paar Schritte zurück macht, seinen Comlink, Anspor! Und dann kommt er auch in Sichtweite der Rampe. Wo eben noch Kratala vorstand. Es ist alles in Ordnung, Torga. Wer sind die? Überlebende von dem Absturz. Überlebende? Aha. Wie haben die das überlebt? Glück. Alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen, Iron? Du siehst verletzt aus. Ja, alles gut. Also, es geht. Ich komme schon klar. Das ist Kratala. Er deutet auf sie halt. Sie ist in der Lage, hoffentlich. Naja, die Verletzten wieder zusammenzuflicken. Zu der Gruppe der Verletzten zähle ich mich selbst auch. Er macht dann einen Schritt beiseite, dass quasi die Leute alle reingehen können. Anspor geht zu Tenno Keine Ahnung, sie wirkt so, als würde sie ihm anbieten wollen, ihn zu stützen oder so, wirkt ein bisschen überfordert. Ronko. Lass warten, bis alle drin sind. Bitte dann als Letzte. Das kommt Schiff. Dann lasse ich mich von Anspor helfen, reinzugehen. Tut mir leid. Oh, alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ach Gott, ich hab schon zurückgehabt.
Tenno hat mittlerweile auch überall im Gesicht so große rote Flatschen, die sehr juckend aussehen. Und das sorgt auch tatsächlich dafür, dass er nicht mehr so ganz flüssig reden kann. Das ist nicht dramatisch. In ein paar Stunden wird das wieder verschwinden. Ja, gut. Werdet ihr so freundlich, mir das Schiff zu zeigen und die Einrichtung zur medizinischen Versorgung? Ja, natürlich auch. Einmal Riff nach oben. Bitte? Einmal den Turbolift nach oben. Einer von den anderen vielleicht. Ja, hier ist der Turbolift. Also hier unten sind da ist ein Lager, da sind die Turbolifte. Ja, ich sehe mich sehr interessiert um. Gerade wenn, wenn Aaron viel redet, gibt er zwischendurch so ein ungesundes Pfeifen zwischendurch von sich und so ein leichtes Brodeln und Rasseln wie so eine Wasserpfeife. Hanspor schleppt er nochmal zu dem ersten Turbolift. Wo ist eigentlich unser Thomas? Der wird gerade von den anderen beiden reingetragen. Die Rampe hoch. Ja, dann würde ich den Turbolift folgen und den nach oben nehmen. Also so. Die anderen beiden gehen neben den rechten, das heißt, die laufen entweder da auf oder da, ja. Hanspor? Tut mir wirklich leid. Was? Achso, nee, ja, die anderen nehmen den rechten. Ja. Ich bin mit Tenno absichtlich in den linken gegangen. Mhm. Okay. Ruhe und so. So. Und dann im Turbolift. Flug. Wir haben jetzt den rechten oder den linken genommen? Ihr, du und Kratala haben den rechten genommen. Okay. Und die anderen beiden Begleiter von ihr mit dem Verletzten warten auf die nächste Fuhre, weil das ansonsten ein bisschen eng wird. Okay. Mit dem Verletzten. Dann zeige ich halt oben weiter, ja, hier ist noch, da ist noch ein Lager, Quartiere, Bibliothek, Dinge und führe sie dann vor allen Dingen zuerst mal zur Krankenstation. Mhm. In die Krankenstation siehst du, dass die an sich relativ okay ausgerüstet ist. Das ist halt Standardausrüstung. Hat einen Bacta-Tank und durchaus einen Stuhl, den man zu einer Liege umfunktionieren kann. Und alles an Werkzeug, was du im Grunde brauchst. Nichts Hervorragendes, aber auf jeden Fall neuer als das, was du hast. Also keinen schwarzen Würfel. Ganz genau. Das ist einfach okay. Plus minus null. Ich würde vorschlagen, dass ihr erst euren Thomas, genau. Gefährten verarztet. Ja. Ist es möglich, dass ihr die Umgebung scannt oder dergleichen, um zu wissen, ob wir alleine sind oder nicht? Das Problem ist, wenn wir scannen, dann können wir auch gescannt werden. Kurze Info aus dem Auf, wir hatten beim letzten Mal festgestellt, dass wir nichts mehr wirklich sehen, weil um uns herum diese Lebensform-Dingsies sind. Genau. Der Ort, so wie wir gelandet haben, sorgt dafür, dass wir nichts scannen können, weil unglaublich viele Lebensformen um uns drum herum sind. Aber nach allem, was wir jetzt quasi festgestellt haben, herausfinden konnten, ist es dieser Ort, wo wir hier gelandet haben, auch quasi kaum zu finden. Also besser. Diese Bienen kennst du und ja, die neigen dazu, sich in Bäumen festzusetzen und Scanner zeigen da quasi einfach nur eine gewaltige Lebensform an, weil die so dicht quasi ihre Bauten bauen, dass es wie ein großes Ding wird und da das Schiff so ein bisschen drunter ist, kannst du dir durchaus vorstellen, dass die Scanner sowohl des Schiffes als auch andere dann nicht sehen werden. Gut, das erleichtert mich etwas und dort würde ich warten, dass sie mir Thomas dahin bringen. Das sie ja wahrscheinlich tun. Ja. Um mich um ihn zu kümmern. Thomas da rein und du findest sie auch relativ zügig zurecht, weil es halt quasi immer noch genauso eingerichtet ist, wie du es erwartest. Das Einzige, was dir auffällt, ist, dass die Krankenkittel davon welche fehlen. Hat sich ja nicht viel verändert.
Ist ja, also ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist wahrscheinlich ein bisschen neuer, aber im Grunde ist was Ähnliches. Im Grunde hat sich medizinisch nichts verändert. Also du hast immer noch genau die gleichen quasi Werkzeuge. Sieht halt nur ein bisschen anders aus, weil neue Firmen sie gebaut haben. Das war's. Dann möchte ich einen von den Kittel anlegen und darauf warten, dass Thomas reinkommt und dann würde ich ihn dahin legen. Mhm. Um ihn zu versorgen. Ja. Kann man euch irgendwie helfen? Ich denke, das kriege ich hin. Sie sollten sich ausruhen. Dann würfel mal. Gegen Schwierigkeit 4. Stellst du mir das gerade ein? Ja, habe ich schon. Ach man. Da fuck! Was für ein Pech mit so guten Würfeln. Da fuck. Ja. Das ist enttäuschend. Schaust dir das Ganze an und siehst halt, dass vor allem die Wunde, die ist ja in Bagdad versorgt worden. Das heißt, der Heilungsprozess hat sehr zügig angefangen und die äußeren Wunden sind auch größtenteils zu. Aber als du ihn scannst, fällt dir auf, dass wie das hier häufig passiert. Hat sich offensichtlich die Wunde so ein bisschen verunreinigt als bevor der Behandlung. Und du musst jetzt alles aufmachen und quasi reinigen und zumachen. Du bist ja ziemlich sicher, selbst wenn du jetzt alles reinigst und aufmachst, wird Thomas mindestens einen Tag in einem Bagdad-Tank verbringen müssen. Und wenn du dir den Bagdad-Tank hier anguckst, dann ist er zwar durchaus gefüllt, so dass man da Bug davon abzweigen kann, aber der ist nicht so voll, dass man da einen ganzen Menschen quasi drin für einen Tag genesen kann. Dafür müsst ihr Bug da von eurem Schiff holen. Guckst du mal gerade meine Talents durch? Mhm. Was das angeht? Ja, Moment, da war was genau. Einmal pro Session immer einen Bagdad-Tank dabei. Kann man einmal pro Session Bagdad durch kannst du ersetzen? Du kannst das durchaus quasi zwei Strain ausgegeben haben, Entschuldigung, da habe ich auch nicht dran gedacht, und dann wäre die Schwierigkeit um eins gesenkt worden. Dann hättest du das vermutlich schaffen können, von daher würfel durchaus nochmal, wenn du das möchtest. Weil ich habe da eben auch nicht dran gedacht. Ja, also mit gegen Schwierigkeit 3 ist das dann, und das ist dann das. Bazinga! Dir fällt dann allerdings quasi eine Methode ein, wie man das löst, wenn du halt rausfindest, was genau die Wunde verunreinigt hast auf diesem Planeten, dann kannst du Sachen ausschließen und dann da doch noch gucken, das zu reinigen vernünftig und ihn zu versorgen, was du noch schaffst. Allerdings dauert das halt ein bisschen länger, als du gedacht hast. Du bist ja garantiert 1,5 Stunden mit beschäftigt. Ja, ich würde dann halt Aaron fragen, was das halt war, wahrscheinlich, oder halt, die würden mir das jetzt so schön sagen, ne? Was fragst du? Entschuldigung. Womit die Wunde verunreinigt wurde. Er lag halt, als Otrak das Schwert hingeworfen hat, quasi hat er es in seinem Bauch verschanzt. Und die Pflanzen, und so, also du erkennst das, also das findest du raus. Okay, gut, dann würde ich mich darum kümmern, so, weil es länger dauert. Das war ein grüner Baum. Du wärst durchaus interessant zu wissen, ob Aeron quasi eventuell auch da Wundprobleme haben könnte. Aber du weißt halt nicht, wo er verletzt wurde. Das heißt, da wirst du definitiv nachher nachgucken müssen. Mhm. Was Aeron auffällt, der daneben steht, sie scheint äußerst genau zu wissen, was sie da tut. Die scheint also wirklich nicht nur eine Ärztin zu sein, sondern wirklich eine hervorragende Chirurgin. Ein Traum. Möchten eigentlich noch... Ist sie währenddessen ansprechbar? Ist sie das? Ich denke,
Ich denke schon, ja. Es ist so ein bisschen Aufwand, aber ja, ich denke. Wie viele Überlebende seid ihr denn? Ein paar Handvoll. Er wirkt etwas irritiert aufgrund der eher unpräzisen Antwort. Also 10. Ich gehe davon aus, ihr würdet uns mitnehmen. Ja, es geht jetzt gerade darum, wie viele Leute ihr seid, damit wir das in dem Lagerraum und so weiter. Ich vermute, euer Schiff wird nicht groß genug sein für alle. Das ist schlecht. Nach allem, was ich bisher sehen konnte. Wir müssen dafür eine Lösung finden. Das ist sehr, sehr schlecht. Wie konntet ihr denn so lange überleben? Was ist, waren noch viele Sachen auf dem Schiff intakt, oder? Das zum einen, zum anderen haben wir gut zusammengearbeitet, kann man sagen. Weswegen, was war das überhaupt für ein Schiff? Wenn was abgestürzt ist? Ja. Das hatte ich ja schon gezeigt. Das ist. Ich weiß das. Ah, okay. Ich würde ihn darüber aufklären, auch wenn ich die Bezeichnung gerade OT nicht kenne. Ich meine, was das für ein, welche Funktion hatte das Schiff? Moment. Das war ein Wir waren an Bord eines Forschungsschiffs. Und an was habt ihr geforscht? Also habt ihr irgendwas gesucht, oder? Ja, das kann man so sagen. Durchaus. Wir haben medizinische Technologien entwickelt. Ah. Aeron, du hast ja durchaus quasi auch in einem Konzern gearbeitet und hast auch häufig mal Cyborgs gesehen. Und du würdest definitiv unterstreichen, dass du noch nie in deinem Leben ein Implantat gesehen hast, wie das, was sie in ihrem rechten Auge hat. Das ist für dich vollkommen fremd. Okay. Das war einfach nur ein, also die Separatisten waren, war das quasi Zusammenschluss aus mehreren Dingen? Oder waren die alle unter einem Wappen? Die Separatisten waren hauptsächlich, bestanden aus quasi dem Bankenclan, da hat es angefangen, und quasi der Handelsföderation. Und die, der Kooperationssektor war von Anfang an Teil dessen. Die Separatisten waren hauptsächlich extrem liberale Kapitalisten. Das heißt, sehr viele Firmen und Welten, die über den Handel und Unabhängigkeit Geld verdient haben. Das heißt, auch du und deine Firma waren damals auch Teil der Separatisten. Okay.
Ich habe durchaus Kontakt mit, also schon häufig Kontakt mit den Nachfolgern der, also mit Implantaten des Kooperationssektors und Ähnlichem gehabt, aber euer Implantat habe ich noch nie zuvor gesehen. Woher kommt das? Ein Prototyp. Beeindruckend, nicht wahr? Durchaus. Welche Funktion genau erfüllt es? Es hilft mir zu sehen und zusätzlich ist es sehr präzise, wenn es um winzige Teile geht. Interessant. Es funktioniert bis in den mikroskopischen Bereich. Das ist wirklich faszinierend, ja. Für die anderen, die beiden Begleiter von Kratala, nachdem sie den Verletzten abgelegt haben, gehen auch so ein bisschen interessiert durchs Schiff. Was tut eigentlich Anspor, Otrak und Tenno währenddessen? Ich wollte die Szene nicht unterbrechen, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Währenddessen im anderen Fahrstuhl. Tut mir wirklich leid, das war so dumm von mir. Was war dumm? Dein Leben zu gefährden? Euer Leben zu gefährden? Das hatten wir doch schon, dieses Gespräch. Klappt nicht. Doch, ich hab schon gesagt, dass alles, was ihr gemacht habt, dumm ist. Aber wir leben hier noch alle. Alles okay. Dann ist es nicht okay. Ich wäre am besten qualifiziert gewesen, den blöden Speeder zu fahren und ich habe dich den Speeder fahren lassen. Ja, du hättest ihn auch nicht gefahren. Das habe ich auch schon vermutet. Und von daher ist das die logische Schlussfolgerung gewesen, dass ich den fahre. Und wir wissen ja schon, dass du ziemlich oft dumme Sachen machst. Außer beim Schiff fliegen. Schiffe kannst du gut fliegen, sehr gut fliegen. Ich würde nicht nochmal erlauben, dass meine Angst dazu führt, dass ich euer Leben gefährde. Weißt du noch, was ich dir vor ein paar Wochen gesagt habe mit Beweise deiner Intentionen mit Taten und nicht als Worte? Zeig es einfach nächstes Mal und red nicht einfach drumrum. Wenn du es uns beweist, dann wissen wir das und du musst es erst gar nicht sagen. Ich habe auch nicht etwas über meine Intentionen gesagt und habe es durch meine Taten bewiesen. Anspor nickt dumm und begleitet dann Tenno bis in die Krankenstation, die aktuell wahrscheinlich ziemlich gut belegt sein wird. Als du in die Krankenstation kommst, siehst du halt auch, dass da gerade Thomas reingetragen wird. Und mit Aeron und Kratala der Raum auch ein bisschen voll. Aber auch du siehst quasi ein, dass wahrscheinlich Aeron und Thomas deutlich dringender medizinische Versorgung brauchen als. Weißt du was? Sie hat gesagt, in ein paar Stunden ist das vorbei. Bring mich einfach in mein Zimmer. Ist alles okay. Okay. Ja, vor bringt Tenno dann in sein Zimmer. Ich schlaf was. Wenn irgendwas auf uns schießt, weck mich auf, okay? Okay.
Und bis nachher. Warum ist Torgas Kringel in meinem Zimmer? Weil das Torgas Zimmer war. Nein. So. Tatsächlich glaube ich, das war wirklich andersrum. Das Tor da war. Ich habe auch ein anderes Zimmer bekommen, als ich ursprünglich hätte. Direkt gegenüber okay. von Keine dem Ahnung, Quartier gehabt. Keine Seite, aber Torga hatte das unterste von allen Zimmern. Okay, ja, dann passt das. Okay. Entschuldigung, Torga war in seinem Zimmer. Tello schläft. Warum seid ihr auf einer anderen Map und ich nicht? Fuck. Abgefahren. Das habe ich übersehen, dass ihr einzeln wart. Warum wart ihr noch einzeln? Sorry. Okay. Passiert. Prinz Por würde mal jetzt die Gelegenheit nutzen, wo jetzt gerade Leute, wildfremde Leute auf dem Schiff rumgeistern, mal irgendwie versuchen, den Bordcomputer, Navigationscomputer mit einem Passwort oder so zu versehen. Ja, als du da ankommst, siehst du auch, dass einer der Leute, die vorhin den Verletzten reingetragen haben, sich da auch ein bisschen neugierig umguckt, aber offensichtlich noch nicht an die Konsole gegangen ist. Okay. Ja, dann will ich versuchen, das so zu machen, dass er nicht mir zuschaut. Oder wenn er irgendwie in die Richtung schaut, ihn nach draußen bitten, sein. Okay, ich gehe schon. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken. Ja. Ist das ein neues Schiff? Kein Problem. Ist nicht mein Schiff. Okay. Aeron Wakashi ist der Eigentümer. Hübsch. Und geht dann wieder aus dem Cockpit raus. Und dann kannst du definitiv ein Passwort durchschließen. Ja, und ja. dann Passwort. An sich ist diese Szene ja durchaus geeignet, hier einen Cut zu machen, weil es auch 10 Uhr ist. Es sei denn, jemand möchte noch eine Szene bespielen. Nö, Aaron würde im Zweifelsfall für den Rest der hypothetischen Behandlung auch in sein Zimmer gehen und schlafen. Können wir Aeron nicht noch zu Ende behandeln? Ja, du kannst definitiv, wenn du möchtest, für Aeron würfeln. Da ist der Wurf genauso und wenn du dir 2 Sterne ausgibst, quasi wieder gegen Schwierigkeit 3. Mach ich nicht. Okay, dann funktioniert das trotzdem und auch wird sehr gut versorgt. Also Aeron dürfte am nächsten Tag quasi noch nicht ganz auf den Beinen sein, aber seine Wunden so weit versorgt haben, dass seine Lebenspunkte quasi voll sind. Okay. Und dann können wir Cut machen. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Tschüss.